Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Dienstagabend. Nils Bohmhoff zockt mit seinen guten Freunden euch ein großartiges Spiel. Ich freue mich sehr, habe mich sehr auf diesen Tag, auf diesen Abend mit euch gefreut. Den ganzen Tag bin ich schon aufgeregt. Wann ist es endlich 21 Uhr und 4 Minuten und ich kann mit euch zusammen hier rumdaddeln? So, ich setze mal meine Kopfhörer auf, die brauche ich gleich, denn wir zocken zusammen heute. Ach, ich habe mich komplett verdient. So, wir zocken heute zusammen ein richtig geiles Spiel, Returnal. Und, Hi Leute. Hi, ich grüße euch. Ich grüße euch, Chat. Ihr seid cool. Coole Leute seid ihr. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ganzen Abend heute. Quality Time mit Party Nils. So sieht das aus. Ja, Kiel hat gewonnen, habe ich gesehen. Danke, Heinz Harz. Vielen lieben Dank für diesen Hinweis nochmal. Wolltest wahrscheinlich nur mal gucken, ob die Wunde noch blutet, als du mit deinem Finger da reingepopelt bist, ne? Das ist okay. Also, ein paar Worte zu Returnal. Simon Kretschmer hat auf dem Kanal bereits Returnal angefangen zu spielen. Das kann ich euch empfehlen. Natürlich nicht jetzt, wenn ihr den Anfang sehen wollt, weil wir steigen nämlich nicht beim Anfang an, Leute. Wir steigen nämlich in meinen Spielstand ein und ich habe schon ein bisschen gezockt. Das ist aber egal. Denn Returnal ist ein sogenanntes Roguelike. Das bedeutet, man stirbt und fängt am Anfang wieder an. Man kann so ein paar permanente Fähigkeiten mitnehmen, aber sehr, sehr wenige. Im Prinzip fängt man immer vorne an. Es gibt so ein paar Story-Sachen, die ich jetzt erzählen werde. Ja. Und dann seid ihr auch up to date. Das heißt, ihr müsst überhaupt gar keine Angst haben, dass ihr irgendwas verpasst habt oder so. Mein Kopf ist auch wieder da. Und ihr könnt mir bitte mal, wenn ihr wollt, dann gleich ein Feedback geben, wie so der Sound ist. Ob ihr Sound reinkriegt. Warte mal. Ob ihr Sound reinkriegt? Warte mal eben, Leute. Ich muss noch was austesten. Pass auf. Habt ihr überhaupt Sound? Ihr habt gar keinen Sound. Wisst ihr, warum ich keinen Sound habt? Ihr habt nämlich. Ja, pass auf. Wir machen, ich muss mal was machen. Ich glaube, wir haben gerade was verstellt. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Das ist nicht so gut. Ich habe was verstellt. Das wollte ich gar nicht. Oh, soll ich mal sagen, was ich verstellt habe? Pass auf, ich erzähle euch mal, was ich verstellt habe. Ich brauche hier bei meinem OBS, das ist mein Streaming-Equipment. Hilfe, so schnell. Brauche ich verschiedene Profile für verschiedene Streaming-Aktivitäten. Und jetzt habe ich hier, ich habe so ein Stream Deck. Das ist so eine Art Cockpit, wie so Raumschiffe das auch haben. Da kann ich mit so ein paar Tasten das Ganze hier steuern, ohne die ganze Zeit mit der Maus rumfimmeln zu müssen. Jetzt habe ich aber dieses Ding gedrückt und dabei hat sich automatisch das Profil verändert, was ich den ganzen Abend alleine, eventuell mit Hilfe von Felix, aber hauptsächlich zu 99,9% alleine gebaut habe, hat er sich jetzt komplett umgestellt. Versteht ihr? Deswegen muss ich mal eben gucken. Ich komme nämlich jetzt nicht mehr aus meinem Profil raus. Warte mal eben kurz. Doch jetzt. Da bin ich. Bin ich nicht geil? Ohne zu lügen, habe ich technische Probleme gefixt. So, da bin ich wieder. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe kurz das Profil umgestellt. Jetzt habt ihr auch Sound. Und ihr werdet sehen, wenn ich mich jetzt klein mache, da bin ich aber einmal unten rechts. Ja? Weil so hatte ich das nämlich für extra für euch eingestellt. So. Endlich mal jemand, der sich bei technischen Problemen selber helfen kann und nicht die ganze Zeit andere Leute dafür belästigen muss. So, also sagt mir doch mal bitte, falls der Sound zu laut oder zu leise ist, dann fummel ich hier so ein bisschen rum, bis ihr sagt, es ist cool mit mir. Ja? Und jetzt kommen wir mal ins Spiel. Also Returnal, ihr habt sicherlich schon davon gehört. Es ist ein Spiel, was momentan durch alle Munde geht, weil es auch echt cool ist und interessant und innovativ vor allem. Also das hier ist mein Raumschiff. Ich bin mit diesem Raumschiff abgestürzt. Hier kann man nicht viel machen. Das hier ist eine Konsole. Da gibt es nochmal so ein paar Logs. Was ist denn überhaupt so passiert? Hier sieht man meine Statistik. Ich bin bereits 8-mal gestorben. Ich habe 71 Gebiete erkundet, 420 Gegner eliminiert. Das ist alles nicht so wichtig. Schiffslogs. Hier gibt es noch ein paar Schiffslogs. Da kann man also sehen, oh, was ist passiert? Wir sind abgestürzt. Ja? Das ist alles jetzt erstmal nicht so entscheidend. Am besten, wir gehen mal raus. Sound ist gut. In-game lauter.
Sound ist gut, Spiel kann lauter. Ja, soll ich Spiel ein bisschen lauter machen? Gar kein Problem, Freunde. Ein Tick lauter. Ist das okay? Ja, ihr könnt mich ruhig ein bisschen up to date bringen, was Fusi angeht. Ich kann ja nebenbei kein Fusi gucken, weil ich will mich komplett auf euch konzentrieren. Also, jetzt sind wir aus dem Schiff raus. Und jetzt wird's interessant. Ich spoil euch natürlich jetzt ein bisschen, aber nicht viel. Ich spoil euch eigentlich gar nicht, weil es ist das Spiel. Wir sind auf diesem Planeten abgestürzt und dann fängt man an, den Geheimnissen dieses Planeten auf die Spur zu kommen, indem man hier einfach rumläuft. Pass auf, Leute, und jetzt wird's nämlich geil. Und wenn man das erste Mal stirbt, dann wacht man quasi wieder auf am Schiff und merkt so, shit, ich bin in irgendeiner Form von Zeitschleife. Deswegen halt auch roguelike. Wenn man stirbt, wird man zwar zurückgesetzt, aber es ist Teil des Spiels, dass man zurückgesetzt wird. Es ist nicht einfach nur eine Gameplay-Mechanik, ja, so wie bei anderen schwierigen Spielen, wo man dann stirbt, ja, alles klar, Game Over, du kannst von vorne anfangen. Nein, es ist eben Teil der Geschichte, dass man in dieser Zeitschleife ist und man ständig stirbt und wieder an diese Stelle zurückgesetzt wird. Und wir begegnen auch ständig irgendwelchen Leichen von uns, die teilweise Audiologs bei sich tragen und erzählen, was diese Leiche sozusagen alles erlebt hat, wie oft die da schon unterwegs war, welche Erkenntnisse sie im Laufe dieses Loops gewonnen hat. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dieser Geschichte auf den Grund zu gehen und zu versuchen, da rauszukommen. Auf diesem Alien-Planeten gibt es auch so in bester Mass Effect-Manier so ein untergegangenes Volk, was hier auch überall seine Leichen und Gebäude und Artefakte hinterlassen hat. Und wir müssen eben auch checken, ey, was ist mit diesem Volk passiert? Ja? Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Und mit jedem Durchgang ist quasi die... Wieso komme ich jetzt eigentlich rein? Mit jedem Durchgang ist die Architektur des Levels ein bisschen anders. Was soll das denn jetzt hier? Irgendwas vergessen? Wieso komme ich da jetzt nicht mehr rein? Okay, Leute, das ist mir noch nie passiert. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt nicht durch die Tür kann. Dann muss ich irgendwas noch machen. Okay, das ist neu. Das ist wirklich komplett neu. Das liegt an meinem Anzug, das ist ein Bug. Okay, ich muss den Anzug wechseln. Danke für den Hinweis. Okay, es gab, glaube ich, ein Update. Jetzt sagt nicht, ich komme hier nicht mehr rein. Okay, ich komme hier nicht mehr rein. Okay, das ist ein Bug. Normalerweise kann man, glaube ich, noch ins Raumschiff, aber auch das funktioniert jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss den Cycle neu starten. Jetzt könnt ihr das ja auch mal sehen. So beginnt das Spiel quasi, man stürzt auf diesem Planeten ab. Ich hoffe, ich komme jetzt nochmal ins Raumschiff rein, denn diesmal starte ich... nicht auf. Nee, du gibst nicht auf, genau. Jetzt starte ich vorm Raumschiff. Ich hoffe... ich komme jetzt überhaupt nochmal rein. Ja, ich kann es nochmal betreten. Dann nehme ich mal einen anderen Anzug. Das wäre natürlich jetzt völlig lächerlich, wenn ich jetzt quasi nicht mehr den Anzug wechseln könnte. Doch, das geht. Das sind die verschiedenen Anzüge. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Weil das ist der Standardanzug in der Hoffnung, dass das jetzt hier quasi alles gut geht. Und das Spiel, also ich spiele jetzt hier natürlich nicht in 4K, ne? Weil das technisch schwierig ist. Ah, jetzt geht's wieder auf. Und es sieht natürlich jetzt auf einem 4K-Fernseher einfach viel, viel geiler aus. Boah, was ist denn hier schon wieder? Ich werde schon direkt angegriffen. Das muss ich mich konzentrieren. Okay. Also, ihr seht, ich wurde direkt angegriffen. Also, diese Viecher hier, die sind in diesen verschiedenen Leveln natürlich ab und zu mal da. Da muss man gegen die kämpfen. Wenn ich nicht getroffen werde und viele Leute um die Ecke bringe, dann stackt sich so ein Adrenalinpegel. Der gibt mir dann Boosts. Und jetzt kann ich quasi, wenn ich die Karte einmal geklärt habe, kann ich jetzt hier erstmal looten gehen. Das ist so eine Statue von den Außerirdischen. Und jetzt kann ich mal gucken, okay, was liegt hier so rum. Mal schauen. Hier sieht man das.
Da ist das Raumschiff, da durch diese Tür sind wir gekommen. Ist ein relativ kleiner Raum. Und ich kann jetzt dann erstmal durch dieses Transportding da runter. Und da sind zwei weitere Tore. Da geht dann das Level weiter. Das Spiel kommt im Stream so gar nicht gut an. Ja, es ist tatsächlich, also wenn ihr das zu Hause auf einem 4K spielt, ich sehe es ja auch gerade, sieht es schon, es sieht ein bisschen anders aus, sieht auch ein bisschen geiler aus. Aber was können wir denn hier vielleicht noch irgendwas machen? Können wir mal gucken, kann ich hier irgendwas. Zoom ist ein. Helligkeit. Vielleicht stelle ich Helligkeit ein bisschen runter. Ich mache mal auf 50%. Ich hatte es jetzt auf meinem Fernseher ein bisschen hochgestellt, weil es da ein bisschen. Aber es macht keinen großen Unterschied, wa? Wirkt etwas milchig, ne? Okay, das hier sind so kleine. Ihr werdet es einfach sehen. Ich muss es euch nicht erklären. Oh, da falle ich runter. So, Leute. Und jetzt bin ich in so einem kleinen Nebenraum. Da komme ich auch nie wieder rein. Also alles, was ich jetzt hier mache, muss ich jetzt machen. Es gibt verschiedene Waffen. Und diese Waffen werden besser, je mehr ich abschieße. Und ihr seht quasi unten links so einen Stern. Da bin ich jetzt bei 0. Je mehr Feinde ich umbringe, desto höher wird dieser Wert. Und je höher dieser Wert wird, desto höher klassischere Waffen bekomme ich. Jetzt seht ihr, es ist alles bei 0. Ja. Später gibt es vielleicht 3, 4, je nachdem, wie gut man ist. Und ich guck mal, welche Waffe nehme ich jetzt hier. Kurzlauf. Ja, das ist Pistole. Was ist das für eine? Kritischer Treffer, horizontal. Karabiner hier. Der zum einen diesen geilen Schuss. Und dann hat der. Weg. So, ganz geil. Ich glaube, das müsste so eine Art Schrot sein. Ja, Speckmaulblaster. Oh ne. Ja doch, Schrot. Pass auf, wir nehmen mal diese hier. Ziemlich ganz geil. So. Aber wir werden eh noch häufiger die Waffen wechseln. Wir spielen das heute durch. Nicht. Ja klar spielen wir das durch, weil ich nichts anderes lasse ich gelten. Bam. Und wie gesagt, die Level-Architektur verändert sich mit jedem Spieldurchgang. Immer wenn ich sterbe, verändern sich die Level, sodass ich nie genau weiß, was jetzt auf mich wartet. Allerdings gibt es Räume, die sich wiederholen. Also man kommt immer wieder an Stellen, wo man merkt, okay, hier war ich schon mal. Das kenne ich. Diese grünen Dinger hier. Das sind sie, Silphiumharze. Wenn ich 3 von diesen Dingern habe, jetzt seht ihr ganz unten links so ein Kreuz, also über dem Stern, und da rechts daneben so 3 Kämmerchen. Und wenn ich 3 Kämmerchen voll habe, bekomme ich mein Maximum Health erhöht. Das heißt, es ist sinnvoll, immer 3 von denen zu sammeln, aber ich lasse das hier erstmal liegen, bis ich quasi die ganzen Level geklärt habe und dann sammle ich diese Geschichte ein. So. Warum mache ich das? Weil Simon das gesagt hat. Ich weiß nämlich gar nicht genau, ob ich die wieder verliere. Wenn ich irgendwie zu viel Schaden nehme. Deswegen sammle ich die ein. Wenn ich 3 von denen habe, dann wird das instant. So, jetzt bin ich Adrenalinpegel 2. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Buff. Und wenn ich Schaden nehme, dann geht er wieder runter. Hier komme ich nicht weiter. Da komme ich links weiter. Hier können wir mal eben gucken. Diese dreieckigen Tore sind so optionale Gebiete. Die viereckigen sind story-relevant. Oben rechts seht ihr mein Story-Ziel, besiege Frike. Frike ist ein Endboss, bei dem bin ich schon 2-mal gestorben. Das ist ziemlich knackig. Was passiert ist, beim letzten Mal, als ich alleine privat gespielt habe, habe ich bestimmt 2 Stunden hier rumgegrindet, habe mich hochgepusht und dann bin ich kurz vorm Endboss, also kurz bevor der Endboss tot war, bin ich verreckt. Der hat 3 Phasen und ist echt knackig und da war ich gefrustet. Diese Dinger weiß ich nicht. Ich glaube, im späteren Verlauf des Spiels wird man hier so eine Art Brücken oder sowas herstellen können, dass man irgendwie da so rüberfliegt oder so. Das kann ich aber irgendwie noch nicht. Keine Ahnung, deswegen ist jetzt hier für mich Sense. In diesem Raum ist nichts mehr. Weiter geht's. So. Aber mir macht das Bock.
Also ich mag die Atmosphäre, es ist aber echt... Also es ist frustig. Was ist das hier? Schädlicher Schlüssel. Also, was passiert da? Ich kann den jetzt aufheben. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Malus bekomme, weil der Schlüssel verseucht ist. Ich könnte ihn mit 6 Ether reinigen. Ether, das zeige ich euch mal eben, ist eine Ressource, die man übernehmen kann. In dem Fall seht ihr die auf der linken Seite Obolit, Schlüssel und Ether. Ich habe 14 Ether. Das ist so ziemlich das Einzige, was man behält, wenn man stirbt. Außerdem rechts diese beiden Sachen. Das sind permanente Ausrüstungsgegenstände, die sind relevant für die Game-Mechanik, die bekommt man dann nicht weggenommen. 14 Ether ist halt, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich behalten kann. Deswegen werde ich das jetzt nicht dafür benutzen, um die zu reinigen, sondern ich nehme es einfach mal auf und guck mal, was passiert. Alles klar, direkt eine Fehlfunktion, bedeutet, meine Schubabklingzeit ist um 2,5 Sekunden erhöht. Das ist scheiße, denn Schub ist das hier. Das braucht man zum, wirklich zum Bewegen und das ist richtig schlecht. Das ist ein richtig gemeiner Malus. Und jetzt muss ich 3 Gegner im Nahkampf besiegen, damit dieser Malus weggeht. Das habe ich jetzt davon, dass ich diesen Schlüssel eingesammelt habe. So. Egal, weiter geht's. Das hier sind diese Schnellreisetore. Damit kann ich dann die Map durchreisen. Das ist auch wichtig. Sonst würde man die ganze Zeit einfach nur endlos zu Fuß unterwegs sein. So, okay. Dann scannen wir mal, was ist hier los. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ein paar Gegner Nahkampfplatten mache. Da kommt einer. Okay, jetzt ist mein Malus weg. Das ist oh, gut, aber... Reden und kämpfen für die Idee. Und die geben halt auch, wenn man sie besiegt, droppen die so Sachen. Ressourcen quasi, sodass es gut ist, wenn ich in der Nähe bin, wenn die sterben. Weil die haben so einen Einsammelradius, logischerweise. Das muss man die Kugeln ausmanövrieren. So. Okay, Entschuldigung, ey, das ist ja. Ich kann nicht kämpfen und reden hier. Das ist ja fürchterlich. Okay, ich habe meinen Malus, aber bin ich wieder losgeworden. Das ist sehr schön. Und jetzt kann ich hier diese Map wieder leeren. Das ist wichtig. Beschädigter Kalibrator gewährt eine kleine Menge Leistung. Ihr werdet jetzt unten links den Balken sehen, wo jetzt der Stern ist. Bam, der geht ein bisschen hoch. Damit kann ich quasi dann die Waffenlevel hochschalten. Das hatte ich ja vorhin schon mal erklärt. Aber am besten ist es immer, glaube ich, verständlich, wenn man es zeigt. Das hier ist die Ressource, eine der Hauptressourcen und die Hauptressource. Bam. Die braucht man, da kann man sich Sachen von kaufen. Da kann man zum Beispiel auch Ether von kaufen. Aber das werdet ihr alles noch sehen heute. Was haben wir denn hier noch Feines? Oh, ein Schlüssel. Jetzt habe ich eigentlich schon 2 Schlüssel. So, da oben komme ich nicht hoch. Wie gesagt, da kommt man irgendwie über diese gelben Dinger hoch. Ich weiß aber nicht genau, wie das geht. Hm. Space-Ressource. Okay. Dann gehen wir mal da. Oh. Obwohl, warte mal. Ja, warte. Nee, wir müssen mal was einsammeln. Wo sind die... Ah, ich komme an bei. Doch, hier komme ich ran. Das ist, so ein Gewächs, das kann man am Anfang nicht wegmachen. Da muss man erst dieses Nahkampfschwert freischalten. Das gibt es nämlich am Anfang nicht. Was ist das? Ja, da kriege ich ein bisschen mehr Unversehrtheit. Das andere Grüne komme ich jetzt nicht ran. Weiter geht's. Oh, da sehe ich schon Gegner. Oh. Schöne Ressourcen hier mitnehmen.
die verschwinden nämlich. Ihr seht das, wenn ich die nicht schnell einsammle, verschwinden die. Dem muss ich mich immer ein bisschen spuken. Sind die weg? Okay, das liest doch super. Ja, ein bisschen mehr von diesen geilen Teilen. Jetzt sehe ich noch was Lilanes. Boshafte Eisblüte. Achso, das sind Parasiten. Parasiten heften sich an den Anzug. Die haben einen Malus und einen Bonus. Und man muss sich entscheiden, ob einem der Bonus den Malus wert ist. Verringert Altfeuer-Abklingzeit um 3 Sekunden. Erhöht Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktion. Was bedeutet das? Folgendes. Es gibt einen alternativen Feuermodus mit der Waffe. Das ist das hier. Wenn ich die LT-Taste komplett durchdrücke, ist das halt dieser Modus. Der hat eine Abklingzeit. Die wird verringert, wenn ich diesen Parasiten nehme. Dafür ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich Fehlfunktion im Anzug habe, wenn ich eben diese befallenen Ressourcen oder Items einsammle, halt erhöht. Es ist mir eben auch passiert, da habe ich ja diesen Malus bekommen, dass ich quasi dann meinen Boost hier in der Recovery verzögert. Das ist deutlich ausgedrückt, aber ich nehme den hier, denn dieser alternative Feuermodus, der kann schon ganz mächtig sein. Okay, warte mal, lass ich mal eben kurz gucken. Hatten wir hier, okay, da ist links ist noch ein alternatives Tor, da komme ich noch nicht hoch. Habe ich denn jetzt hier alles eingesammelt? Oh, da komme ich wahrscheinlich dann hier rüber hin. Das machen wir mal. Okay. So, was ist das hier? Da muss man sehr gut in diesem Spiel sein, um überhaupt... dass einem das überhaupt möglich ist, diese Sprungpassage zu überstehen. Das kann ein so ein normaler Mensch. Boah. So, was ist das? Ah, geil, Ether. Das nehme ich natürlich mit. Ether. So, jetzt kann ich da durch oder ich gehe halt durch diesen Boden. Das da hinten, das ist wieder so ein Bodenbreaker. Wenn ich das mache, dann komme ich wieder in so ein Secret Room. Da muss man wahrscheinlich auch kämpfen. Manchmal lohnt sich das, kann aber auch gefährlich sein. Ich brauche mal wieder ein bisschen Help. Ich spiele natürlich jetzt so ein bisschen... Zack, jetzt falle ich da wieder runter. Gehemmt, ne? Weil ich euch an der Backe habe. Weil ich euch kleinen Racker an der Backe habe. So, was ist hier los? Ah, diese Geschichte, okay. Also das hier sind so schädliche Obolitklumpen. Obolit ist ja die Main-Ressource und da droht mir natürlich jetzt eine Fehlfunktion, wenn ich diese Dinger mir nehme. Ich könnte sie alternativ mit Ether reinigen, mache ich aber nicht. Und jetzt könnte ich hier für 75 Oboliten einen zufälligen Gegenstand mir kaufen. Das mache ich einfach mal, weil ich euch das alles zeigen will. So, was habe ich hier gekriegt? Hoffentlich was mega geiles. Ah, Silphiumfiole. Repariert eine geringe Menge Unversehrtheit. Ja, das ist ganz geil. Das Item wird unten links hingepackt. Man kann quasi immer nur eins zur Zeit haben. Wenn man ein anderes haben möchte, muss man es austauschen oder vorher verbrauchen, um den Slot frei zu machen. Jetzt bin ich natürlich versucht, mir quasi dieses Obolit zu holen. Und dann könnte ich mir noch ein Item bauen zum Beispiel. Mache ich aber nicht. Ich habe jetzt keinen Bock auf Schädlichkeit. Und wenn ich jetzt aus dem Raum rausgehe, komme ich auch nicht wieder zurück. Also es ist immer eine einmalige Einladung hier, an dem Spaß teilzuhaben. So, und jetzt gehe ich doch quasi mal durch das Tor da hinten. So. Dreiecktore sind immer, wie gesagt, optionale Wege. Die muss man alle mitnehmen, man muss ja immer hier rumlooten. Ah, jetzt gibt es was Cooles, glaube ich, was ich euch zeigen kann. Ja, so diese sogenannten Xenoglyphen stehen in dieser Welt rum. Man muss sozusagen Informationen sammeln, um diese Schrift dechiffrieren zu können. Das habe ich schon gemacht, zum Teil, sodass ich hier eigentlich jetzt einen lesbaren Text habe. Unzählige Augen starren sehnsuchtsvoll auf vom strömenden Regen verdunkeltes Sonnenlicht. Wir müssen ins Ödland ziehen, wo uns unsere Visionen eine neuartige Transzendenz gezeigt haben. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Punkt. Also das
gibt einem so einen Einblick in die Geschichte der Ureinwohner hier. Was ist mit diesen außerirdischen Leuten passiert? Guck mal, hier liegen überall deren Leichen rum. Was ist deren Geschichte? Und das finde ich irgendwie total spannend, weil es ist die eine Ebene ist das Gameplay und das Spielprinzip und so weiter. Und das andere ist eben die Atmosphäre und die Thematik. Und das ist halt sehr, es ist schönes Sci-Fi. Ich stehe auf Sci-Fi, ihr wisst es, wenn ihr schon häufiger mal die Nils Bohmhoff Show mit Nils Bohmhoff gesehen habt. Und das ist genau mein Ding hier, so rauszufinden, okay, was ist mit den Aliens passiert, was waren das für Typen, was ist deren Geschichte, in diesen alten Ruinen rumzuwildern und ja, deren Geschichte auf die Schliche zu kommen. Das ist ein Element dieses Spiels, was mich sehr motiviert. Hier liegen noch mehr von diesen Typen rum, ey, was ist mit ihnen geschehen? Man weiß es nicht, sie können nicht mehr reden, sie sind sehr lange schon tot, aber ihre Geschichte kann nicht über diese Dinger hier erzählt bekommen. Genau. Was haben wir hier? Achso, da kann ich mir was bauen, ne? Phantomgliedmasse. Die Eliminierung von Gegnern birgt eine Chance von 10% Unversehrtheit zu reparieren. Das ist ganz schön geil. Kostet mich aber 300 Oboliten und ich habe keine 300 Oboliten. Muss ich sparen, kann ich aber wiederkommen. Das ist das Gute. Ich kann mir das hier merken, oder besser gesagt, ihr merkt euch das. Ich muss reden die ganze Zeit. Ich kann nicht reden und mir Sachen merken. Merkt euch einfach hier in dieser Ecke. Da, in dieser Sackgasse, da könnte ich mir so ein geiles Item kaufen. So, hier habe ich jetzt alles gemacht. Das hier übrigens, da hinten, da verbirgt sich irgendwo der Endboss. Da müsste ich mich hin arbeiten. Aber selbst wenn ich da wäre, ist es immer noch eine Frage, ob ich dann überhaupt schon direkt dahin gehe. Weil der Endboss ist eine miese Bitch und kann mich töten und dann... Das ist genau das Ding. Man muss sich fragen, wie lange grinde ich hier rum? Wie viel Zeit packe ich in diesen Run? Weil wenn ich zu früh aufhöre, bin ich vielleicht nicht stark genug. Und wenn ich zu lange grinde, ärgere ich mich, dass ich dann so viel Zeit verloren habe und trotzdem sterbe. Deswegen. Es ist alles nicht so leicht. Okay, da geht's weiter. Was haben wir hier für einen Raum? Ah, da gibt's auch wieder eine Truhe. Und das ist so ein... Travel gelöt. Das Ding ist, pass auf, je höher ich im Level bin, desto höherwertig sind die Waffen, die ich eventuell in solchen Behältern bekommen kann. Sodass man zum Beispiel sagen könnte, okay, ich lasse mal diese Kiste hier in Ruhe fürs Erste und grinde erstmal weiter und mach die Kisten dann erst auf, wenn ich hoch im Level bin, in der Hoffnung, dass mir das dann noch mehr bringt. Also, man könnte auf Deutsch sagen, ich bewahre sie mir auf. Das probiere ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, erstmal hier rumballern. So, ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich hier diese Dinger einsammle. Es gibt einen Nachladebalken, wenn ich den genau treffe, dann ist das Nachladen schneller. Und wenn ich es verkacke, dauert es länger. Ach, das ist soweit. Oh, ouch, muss ich aufpassen. Er ist geschützt, ich glaube, da muss ich erstmal an Nahkampf ran. Aber das mache ich erst, wenn die anderen nicht platt sind. So, da gehe ich mal an. Muss ich erstmal in Nahkampf mit dem Heini. Weil er hat ein Schutzschild und das könnte ich nicht wegballern. Oh, was durch die Wand durch. Ah! Die habe ich ganz vergessen. Das ist auch so ein Half-Life-artiges Geschöpf. So, komm her. So, endlich. So, gib mir auch mal schnell deine Ressourcen. Was höre ich denn hier noch? Was für Geräusche?
Ah ja, so, dass diese Geräusche sind die Türen, die sich wieder entriegeln. Ich durfte nämlich hier nicht raus, bevor ich diesen Halb-Endboss platt gemacht habe. So, ich brauche mal ein bisschen Help. Erstmal holen wir uns natürlich hier Obolit. Jetzt haben wir eine neue Waffe und ihr seht direkt, Tachyomatik-Karabiner hat schon 2 Sterne. Das ist also eine Level 2 Waffe und sie hat einen Bonus auf Bonus-Schaden und einen auf Projektil-Tempo. Und dann gibt es immer noch so eine Eigenschaft, die ganz unten steht, das ist bei beiden jetzt kritischer Treffer. Das könnte aber auch sowas sein wie Raketen, die zielsuchend sind oder so. Natürlich nehme ich jetzt den besseren Karabiner. Ist auch beides die gleiche Waffenklasse. Ja? Und er hat aber auch einen anderen Ultimate. Der hat irgendwie so einen Blitz-Ultimate hier. Oh. Das gefällt mir. Da unten ist irgendwo helpful. Da. Bei diesem Gestrüpp. Geh weg, Gestrüpp. Ja, sowas brauche ich noch. Und es ist echt krank. Seht ihr, wie wenig Health ich zurückbekomme? Das ist teilweise echt knackig. Wenn man so wie ich jetzt so ein bisschen in Plauderstimmung ist und nicht so hundertprozentig sich aufs Kämpfen konzentriert, ey, dann ist man schon relativ schnell hinüber. Also, geht fix. Und dann kann es sein, dass man direkt den nächsten Zyklus starten muss. Da komme ich jetzt nicht rauf. Es gibt so manche Stellen, da kann ich mich von diesen komischen Tentakelviechern hochziehen lassen und dann, wenn ich hoch genug bin, auf einen Felsvorsprung wegdashen. Das geht auch, aber in dem Fall ist da leider keiner, der mir das macht. Ach ja, und manche Statuen haben gelbe Augen. Falls ihr es mal selber spielt und noch nicht wusstet. Manche haben gelbe Augen, die kann man zerhacken und dann geben die Obolit frei. Das auch nochmal als kleine Info. Aber wir gehen jetzt erstmal in das dreieckige Tor. Dann sind diese optionalen Tore. Hat man unendlich Munition, fragt Alex. Ja, hat man. Man hat unendlich Munition. Ah, das ist auch ein interessanter Raum. Ach, erstmal hören wir uns das zusammen an. Scout-Logbuch. Nachdem ich die Natur dieses Zykluses akzeptiert habe, muss ich ergründen, ob ich die Geräte verändern kann, die mich nach dem Absturz von meiner Rückkehr zum Schiff abhalten. Es beweist, dass ich woanders neu beginnen kann. Ich wünschte, es wäre von Dauer. Das wäre schön. Also das hier ist quasi meine eigene Leiche. In Embryonalstellung zusammengekrümmt. Das war mal ich, ja. Oder ein anderes Ich. Das ist das Geile, sie weiß es nicht genau. So, was kann man hier machen? Folgendes. Das ist so eine Art, ja, was heißt Art? Es heißt Rekonstruktor und der Name ist ja auch relativ treffend. Es kann mich selber rekonstruieren. Ich kann jetzt mich, so wie ich jetzt bin, abspeichern. Mit meinem Health-Balken, mit meiner Waffe und so weiter. Und wenn ich sterben sollte, dann komme ich aus dieser Kammer gestapft, so wie ich sie hier gesichert hatte. Das ist eine rudimentäre Safe-Funktion, die funktioniert nur einmal. Wenn ich danach nochmal sterbe, dann werde ich nicht wieder da aus dieser Maschine rausschlüpfen können. Ansonsten gibt es nur noch eine andere Option und das ist so eine Art Astronautenfigur. Die spielt auch irgendeine Rolle noch. Dieser Astronaut kommt sehr häufig vor, ist irgendeine mystische Figur. Wir wissen noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Und wenn man sich so einen Astronauten kauft, dann ist es wie ein extra Leben. Das heißt, wenn man dann stirbt, kommt man dann auch an dieser Stelle wieder ins Leben zurück und kann dann zum Beispiel beim Endboss den Kampf wieder aufnehmen. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, Leute. Ansonsten, ich sag's euch, ihr könnt wirklich 2, 3, 4 Stunden hier rumgrinden, dann geht ihr zum Endboss, kriegt aufs Maul, ist alles weg. Und das ist Teil, also es ist schon, das kann schon echt frustrierend sein. Wenn ihr eine geringe Frustgrenze habt, hui. Aber ich habe gehört, dass sie es angeblich patchen wollen, dass man es ein bisschen leichter macht mit dem Safen. Und um ehrlich zu sein, das ist okay mit mir, weil ich bin auch jetzt nicht mehr der Jüngste, ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt keinen Bock, ständig dasselbe zu machen. Deswegen gib mir mal eine Safe-Funktion. Ja, da brauche ich so einen roten Schlüssel oder irgendwas für. Habe ich noch nicht. Ja. Roter Schlüssel habe ich nicht. Kann ich wieder weg. Jetzt könnte sich so ein Stück nach links schieben. Ja, jetzt wo ihr das sagt. Das stimmt, ihr habt völlig recht. Das mache ich natürlich direkt. So ist besser, oder? Wollt ihr mich hier haben? Wo wollt ihr mich haben? Solche gehen, ne? Da seht ihr jetzt quasi ein bisschen mehr von der Map und ihr seht so ein bisschen meine Ressourcen.
Was haben wir hier noch? Dann gehe ich mal da links. So. Mhm. Oh, das ist ein großer Raum. Okay, lass mich mal schauen. Da komme ich nicht hin. Aber da ist so eine Blase. Das heißt, ich kann da. Diese Bubble da. Ich kann über die Bubble da hinreisen. Wahrscheinlich ist das die Bubble. Also hier wird es jetzt auf jeden Fall Ärger geben. Das rieche ich. In diesem großen Raum. Ich kann hier eigentlich nur runterspringen. Oder? Kann ich darüber. Diese Dinger aufgehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass einer von euch. Ich hatte immer gedacht, vielleicht. Warte mal, das wegballern. War das so? Ja, okay. Ich weiß es doch. Sehr gut. Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich gedacht habe, ich bin nicht so klug. Ich mache den jetzt mal auf. Ah, okay. Der hat zielsuchende Raketen und er hat halt beide Boni auf Bonus Schaden. Und Horizontalbarriere ist sozusagen das Ultimate. Ah ja, das ist das Ultimate. Und ich finde halt diese zielsuchenden Raketen einfach das Geilste. Weil da kann man auch so grob in die Richtung ballern und die Raketen machen das schon. Deswegen bin ich Fan von diesen. Kann man auch so um die Ecke so, weißt du? Das ist echt ganz geil. Einfach mal auch auf Verdacht einfach mal irgendwo hinballern. Na da, was ist das? Gut. Was ist das? Unbekannter Gegenstand. Geil. Den können wir scannen. Ein Reparaturverstärker. Verdoppelt Reparatureffizienz. Aha. Das ist gut. Aber dafür muss ich natürlich auch irgendwas haben, mit dem ich mich reparieren kann. Ich liebe diese Homing Missiles. Okay. Eine fette Ressource. Ah, sehr schön. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Behälter für wertvolle Gegenstände erfordert einen Schlüssel. Ich werde hiermit noch ein bisschen warten. Ich habe zwar den Schlüssel, aber ich habe jetzt gerade eine neue Waffe bekommen und werde jetzt erstmal versuchen, im Level zu steigen. Man darf sich wirklich keinen Fehler erlauben, ne? Oh. Okay. Die Ressourcen nicht so bekommen, wie ich sie wollte. Das kann ich auch nicht kaputt. Na jetzt. Tschüss. Tschüssikowski. Alright. So, jetzt wollen wir erstmal mich mal orientieren. Wir wollen mich mal orientieren. Hier gibt es ja wirklich einiges zu sehen. Da komme ich nicht rauf. Da komme ich hin. Da komme ich über diese Richtung. Und da ist irgendwie die Bubble, ne? Was ist das? Ach, noch ein Reparaturverstärker. Ja, den merken wir uns mal. Okay, da komme ich nicht rüber. Lalalala. Oben lang komme ich. Das nehme ich auch mit. Okay. Jetzt könnte ich einen Reparaturverstärker nehmen, wahrscheinlich.
Und dann das hier aufessen. Ja. Mach ich das doch. Natürlich schön, wenn ich jetzt hier noch mehr davon hätte. Hab ich nicht. Ether, geil. Bisschen mehr grüne Sachen. Würde mich glücklich machen. Ah, okay, das ist, komm ich hier hin, da ist er. Geil. Yes. Das hat sich gelohnt. Jetzt bin ich wieder voll. Okay, da komme ich auch rüber, ne? Was haben wir hier denn Feines? Apex. Oh, okay. Du erreichst sofort Max Adrenaline. Ah, das kann natürlich auch gut sein. Ihr erinnert euch, Adrenalin ist das Zeug, was man kriegt, wenn man einen Gegner platt macht. So, da komme ich da jetzt nochmal wieder rüber. Ich befürchte nicht. Geronimo. Doch, weil ich einfach ein sehr guter Springer bin. Dann mal wieder runter. Also. Mal eben gucken. Da ist das blaue Tor. Ah. Aha, warte. Gibt es eine Chance? Komme ich da rüber? Komme ich an das blaue Tor? Bist du da oben? Brücke dann da, ne? Ist das da? Da oben ist das. Ah. Da oben. Ja, weiß ich nicht. Komme ich da irgendwie? Ah ja, okay. Da ist dieses. Warte mal. Ich kann ja versuchen. Ja. Au. Ah, warte. Da ist ja diese Barriere. Haha. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt wegkriege. Die Barriere, das weiß ich halt gar nicht. Komm ich da überhaupt? Ne, da komme ich gar nicht hin. Da komme ich noch nicht rauf. Okay. Doch, eigentlich will ich. Schaffe ich das? Nee, da komme ich nicht hoch. Ja? Ich glaube, da muss ich diesen gelben Strahl benutzen. Aber das merken wir uns nochmal, dieses Gebiet. Weil da gab es ja noch eine Kiste, die sparen wir uns auf. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Das hier ist der Fabrikator. Hier kann man sich geilen Scheiß kaufen. Pass auf. Hier in diesem Obolit-Extraktor kann ich mein Obolit gegen Ether tauschen. Ihr erinnert euch, Ether ist die Ressource, die man behält, auch wenn man stirbt. Obolit ist weg. Das ist ein bisschen wie bei Sekiro, wo man sich die Geldsäcke kauft einfach. Kaufst dir für 110 Gold einen Geldsack, wo 100 Gold drin ist oder so. So ist es hier auch. Wenn ich jetzt 200 Obolit rausnehmen würde, müsste ich dafür 5 Ether bezahlen. Wenn ich 5 Ether bekommen möchte, muss ich dafür 300 Obolit bezahlen, aber die habe ich nicht. Aber das ist halt dieser Austausch mit einem schlechten Kurs, aber so kann man sich eben, wenn man irgendwas nötig hat, das quasi kaufen. Ansonsten zeige ich mal, was es hier noch gibt. Heute Abend im Angebot. Silphium Fiole, groß, die werde ich mir aufsparen, falls ich zum Endboss komme. Klingenstabilisator, besserer Nahkampfangriff. Überladungsrausch. Okay, wenn ich jetzt meine Waffe richtig überlade, das ist dieses Minispiel da, wenn ich immer genau in die Mitte treffe, wenn die Muni alle ist. Und Reparatur,
Ah ja, okay, Fehlfunktion. Wenn ich Fehlfunktion repariere, so viel wurden mit diesen drei Nahkampfattacken, habe ich ja mein Fehlfunktion wegbekommen. Wenn ich das mit diesem Artefakt an Bord mache, dann bekomme ich quasi einen Bonus auf Unversehrtheit. Dann gibt es noch hier was. Und das ist meine Unversehrtheitserweiterung. Damit habe ich 25% mehr Lebensbalken. Das ist auch wichtig. Also das will ich eigentlich auch haben. Ich kaufe jetzt hier aber noch nichts. Hier gibt es auch wieder so ein Artefakt. Das zeige ich euch mal. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ebene 3. Die Verbindung zu unseren Brüdern ist entrückt. Verloren. Unser Leid unerträglich. Wir können den endlosen Kreislauf der Gewalt nicht stoppen. Ja, am Anfang war das natürlich noch nicht freigeschaltet. Ich musste mir diesen Text erst erschließen durch das Finden von irgendwelchen Runen. So, mal gucken. Ich nehme einen Schluck Space-Getränk. Was schreibt ihr, während ich dieses Space-Getränk nehme? Das Game wirkt sehr matt und kontrastarm. Ja, es tut mir leid, es kann sein, dass es irgendwie am Stream liegt. Es ist sicherlich zu Hause ein bisschen schöner. Halbzeit 1-0 für City, ja danke für die Info. Er lässt alles liegen, weil er sich fürs später aufheben will und dann stirbt er. Ja, pass auf. Du lachst darüber, aber du musst bedenken, dass diese ganzen Sachen, die ich aufheben kann, die verliere ich sowieso, wenn ich sterbe. Also wenn ich sie aufhebe und dann sterbe ich, sind die auch weg. Und wenn ich sie nicht aufhebe und sterbe, sind die auch weg. Es macht keinen Unterschied. Der einzige Gedanke ist, oder ey, das muss überhaupt nicht schlau sein. Vielleicht ist es doof. Aber wenn ich halt schon ein bisschen die ganzen Leute wegballer hier. Es geht eh nur um den Endboss. Hier geht es nur um den Endboss. Und wenn ich diese Kisten öffne und mein Level ist schon höher, dann sind die Dinge, die ich finde, natürlich auch dementsprechend besser. So meine Hoffnung. So dass ich dann vielleicht eine bessere Chance auf richtig geile Waffen habe vor dem Endboss. Das ist irgendwie so der Gedanke. Aber sie machen mich stärker, klar. Sie machen mich stärker unter Umständen. Aber ich habe ja nicht vor zu sterben, Leute. So. Holst du dir als nächstes das 10% Heilungschance-Item? Weiß ich nicht. Mach ich das? Ich wollte eigentlich als nächstes dieses 25% mehr Leben-Item. Harz kannst du immer gleich aufheben, erhöht ja dein Health. Ja, das frage ich mich nämlich. Da war ich mir nicht ganz sicher. Kann ich das verlieren, wenn ich zu viel Schaden nehme, dieses Harz? Weil ich muss erst, wenn ich 3 gestackt habe von diesen Harz-Dingern, dann erhöht sich der Health-Balken. Ich muss wirklich 3 finden. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die schon verlieren kann. Zwischendurch. Was? Was schreibt ihr da? Was? Nicht sterben. Ja, natürlich nicht sterben. Immer alles aufnehmen. Ja, okay. Was habe ich gemacht? Ist irgendwas passiert? Habe ich nicht irgendwie aufgepasst? Alles gut bei euch? Ist schon wieder da? War der Stream weg oder was? Habe ich gar nicht mitbekommen. War der Stream weg? Kann ja mal geschehen. Okay, komm, weiter geht's. Ah, das ist geil hier. Pass auf. Als ich da zum ersten Mal war. Diese komischen Pflanzen, ist manchmal was drin. Aber hier irgendwie nicht. Das hier, pass auf. Und zwar wird in dieser Matrix, in der ich hier bin, was auch immer das ist, irgendwelche Erinnerungen extrahiert und in die Welt gepackt. Und das hier ist ein Haus, oder das Haus, in dem die Figur hier, Else, Space Else, in dem Space Else gewohnt hat. Und dann kann man einen Schlüssel finden und dann kann man da rein. Und das ist dann teilweise richtig spooky. Also das ist natürlich der Überladen mit irgendwelchen emotionalisierten Erinnerungen und so. Das ist schon echt geil gemacht. Wenn man da zum ersten Mal reingeht, ist schon abgefahren. Space House. Oh ja, hier wird geballert, Leute. Seid ihr ready? Oh nein, das sind so Pflanzenschweine. Muss ich besonders hervorragend spielen jetzt. Ich bin so
Ah, der ist hinter mir gespawnt. Kann sich nämlich bewegen. Ah, wo ist er? Da. Oh! Oh, balla. Okay. Eieiei. Ist das schon? Oh ne, ist das so. Oh, wo bist du denn? Wo kommst du denn her, ey? Du Geschöpf der Nacht. Selbstverständlich sind das Gargoyles. Okay, was haben wir hier? Repariert hohen Schaden an Unversehrtheit. Ja, will ich das schon snacken? Weiß es nicht. Will ich? Da geht's weiter. Ach, guck mal, hier kann ich dann hinter luschen. Was haben wir hier? Ein bisschen von fantastischen Harz. Lecker, lecker. Schmeckt so gut, wie es aussieht. Guck mal, kann es das sein, dass das hier schon das Endboss-Tor ist da hinten? Wandelt gesammeltes Obolit in Unversehrtheit um. Ist natürlich auch nicht so schlecht. So, ist da unten noch? Auch noch ein bisschen Obolit. Das ist schon das Endboss-Tor, glaube ich, tatsächlich. Da könnte ich jetzt schon zum Endboss gehen. Ich will gnadenlos aufs Maul kriegen. Seien wir ehrlich. Ich könnte es natürlich machen. Aber das bringt ja nichts. Da geht es tatsächlich schon zum Endboss. Ja, und das ist genau das Ding. Guck mal, ihr seht. Jetzt habe ich relativ früh. Aha. Relativ früh das Tor des Endbosses. Wie gesagt, die Architektur verändert sich mit jedem Durchlauf. Und jetzt könnte ich da schon reingehen, aber ich würde aufs Maul kriegen. Ja? Steht ihr? Level Endboss oder Game Endboss? Nee, Level Endboss. Beziehungsweise, also ich weiß ehrlich gesagt, weil ich den ja noch nicht besiegt habe, ich weiß gar nicht, was danach anders ist. Ich schätze mal, das Level wird an sich gleich bleiben. Aber ich weiß es ja nicht. Also, deswegen. Warum soll ich mir eine Pizza bestellen, Mono? Moni. Moni sagt, ich soll mir eine Pizza bestellen. Das ist gar nicht meine Absicht. Ich habe bereits gegessen. Es macht keinen Sinn, da jetzt reinzugehen. Ich weiß, einige von euch ungeduldigen Menschen dort draußen, ihr wollt das jetzt. Aber guck mal, dann sterbe ich mit ziemlicher Sicherheit. Und dann muss ich halt einfach von vorne anfangen. Und die Frage ist, wollt ihr das? Und die Antwort dazu lautet doch sicherlich nein. Okay, mit dem bekomme ich Waffenleistung. Bam! Seht ihr, jetzt bin ich schon Leistungslevel 2. Das heißt, alle zukünftigen Waffen verbessern sich. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Kiste aufmache und da ist eine Waffe drin, wird diese besser sein, als wenn ich sie vorher aufgemacht hätte. Genau. Den Grüni, da lasse ich mal liegen. Ich loote noch ein bisschen weiter. Na, wir machen erstmal das Tor hier hinten, dieses optionale Dreieckstor. Space-Leistungslevel, genau. So, was habe ich hier? Boah, hier gibt es wieder geilen Scheiß. Für lächerliche 75 Mark. Will ich aber nicht. Brauche ich jetzt nicht. Ich will stattdessen für das Geld sparen. Und ich weiß nicht, was das für Space-Tulpen sind hier. Space-Rhododendron. Die sind ja nieder, ne? Oder Space-Heide. Space, nennen wir sie Space-Heide. So, dann. Was war da noch? Ah ja, das war das Ding, ja. Okay, komm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir grinden noch ein bisschen. Oh, ein güldenes Tor. Das können wir auch noch machen. Grindy grind. Okay, hier wird gleich wieder heftig geballert. Ich spüre das. Ich habe so einen Space Sense.
Bam, 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 bam. Ey, kennt ihr diesen Film mit dem Typen, der mit außerirdischen Tieren reden kann? Space Ventura? Ja. So, gib mir deinen Scheiß hier. Ist das? Ah, noch ein Schlüssel. Geil, jetzt habe ich schon 3 Schlüssel, glaube ich. Oh, da geht's tief runter, da wollen wir nicht hin. Ja, von da kamen wir. Ba-ba-bam. Das Tor habe ich da jetzt mal ein bisschen links liegen lassen. Das ist ein Eindämmungstor. Ah, jetzt mache ich weiter. Egal. Oh. Oh, hier geht's wieder. Oh, das ist groß hier. Ist klar. Oh, hier sehe ich schon. Oh nein, oh, ein fieser Klumpen. Ah! Baum vorbei. Alter Schwede, ey, okay. Verpiesle mich. Weil. Pass auf, ich bin fast tot. Man kann natürlich auch so ein bisschen lame sein, aber. Ich habe ja so eine Dingspistole, pass auf. Ein bisschen lame, aber auch klug. Es ist beides, lame und klug. So. Lame und klug. Oh, da kommt noch mehr. Was ist das? Breiterer Lauf, Superschwarm. Aber der hat keine geilen zielsuchenden Raketen. So wie der hier, der macht alles alleine. Deswegen mag ich den. So. Ja, es ist ein bisschen cheesy gewesen, aber ey, weißt du was? Ich weiß überhaupt nicht, in welcher Welt ich hier bin. Ich nehme nur die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt an. Mehr mache ich ja nicht. Guck mal hier. Ich habe jetzt eine Spuckmaulblaster. Ist der nicht geil? Und das ist halt eher so. Der ist zwar ganz geil, aber wisst ihr was? Ich stehe so auf diese selbstsuchenden Dinger. Ich stehe da einfach drauf. Bleib mal bei der etwas schlechteren Waffe. So, ich brauche bitte ein bisschen Health. Health. Nein, es geht noch weiter. Nochmal von den Typis. Was ist denn hier, der Hansmann? Was ist denn? Da. Und noch mehr. Entschuldigung, 3 Stück direkt. Kann nicht unverschämt werden. Ich muss jetzt nicht mehr so viel Einschläge leisten. Der war ein bisschen feige, der hat sich versteckt. Kann man ihm nicht übel nehmen, oder? Als so als letzter seiner Art. Unbekannter Gegenstand, den scannen wir doch direkt mal. Führt zur Loslösung sämtlicher Parasiten. Nee, ich will meine Parasiten ja behalten.
Ich will jetzt ein bisschen Health tanken. Ich muss mal ein bisschen Health tanken. So, wo haben wir denn meine ganzen? Da oben, da komme ich wieder nicht ran. Könnt ihr mir das mal bestätigen, ob das im späteren Verlauf irgendwie mit diesen Dingern da relevant wird oder ob ich da jetzt schon hinkomme? Weil mein Gefühl ist, das muss ich erst später freischalten. Irgendwie, deswegen ignoriere ich die immer so ein bisschen, die da oben sind. Aber wenn das doch geht, dann müsst ihr mir das natürlich sagen jetzt, ne? Hier genauso, warte mal. Da hoch. Später, ne? Ja, okay. Hab ich mir gedacht. So, was haben wir hier? Ja. Ihr seht, ne? Viel bringt es nicht dafür, dass es so wenig davon gibt. Man muss richtig haushalten. Das tut teilweise richtig weh, wenn man Treffer kommt. Ah ja. Boah, ich bin schon fast auf Stufe 3. Das ist wieder so ein Ding, wo ich da gleich durch den Boden breche. Das nutze ich als letztes. Ich zeige euch mal was. Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! So, so kann ich nämlich auch ein bisschen nach oben kommen. Da komme ich da hinten hin. Ja, das ist doch gut. Oh! Das habe ich zum ersten Mal gecheckt mit diesen Wänden. Das ist neu. Das ist neu für mich. Die sahen nämlich so aus, als wenn man sie kaputt hauen kann. Stellt sich raus, mein Instinkt war völlig richtig. 200 Jahre Gaming-Erfahrung. Haha, was ist hier drin? Ah, Logbuch. Ich hatte seltsame psychologische Begegnungen mit so etwas wie visuellen Echos meiner vorigen Tode. Zuerst habe ich sie gemieden, aber dann siegte die Neugier. Wenn ich den Echos folge, führen sie mich zu einer Leiche. Es überrascht mich nicht mehr. Ich muss eine Wahl treffen. Ausrüstung benutzen oder Rache üben. Ah, guck mal hier. Das ist doch prima. Was haben wir hier noch? Leckerlis. Was bist du? Gebe dich zu erkennen. Scan, scan. Ein Schadensauger Datenwürfel. Was? Platziere es auf einem passenden Gerät, um dieses Gegenstandsschema für zukünftige Zyklen freizuschalten. Geil. Und auf was für ein Gerät muss ich das platzieren? Das weiß ich natürlich nicht. Auf einem Platzierer? Entschuldigen Sie bitte, aber das würde ich gerne nochmal wissen. Worauf muss ich das platzieren? So. Was machen wir noch Geiles hier? Das war, glaube ich, hier die Waffe, ne? Da kommen wir ja her, ja. Behalte aber mein. Ich mag einfach diese Raketen so gerne. Beim Datenwürfelplatzierungsgerät natürlich, ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Danke nochmal. Das hat mir jetzt echt geholfen. So, ich kann nochmal hier in diesen Boden einbrechen. Aber warte, hier ist ja noch so ein Türchen auch. Also ich kann hier noch und dann will ich auch nochmal durch den Boden brechen. Bei hier. Ach, das ist auch ganz geil. Als ich zum ersten Mal da war, konnte ich hier diese Hologramme aktivieren. Und die zeigen also ein bisschen die Geschichte auch, ja. Also das ist hier irgendwie so ein Bösewicht. Der da. Und der greift halt irgendwie die Typen hier so an. Und hier... P
pinöppeln die da irgendwie mit ihren Rohstoffen rum. Whatever. Und dann gibt's da hinten noch ein Hologramm. Da weiß ich, wurden die da versklavt oder was? Der hat hier eine Waffe da, der Typ oder was? Die haben beide Waffen, die Space Marines. Und die Space Aliens werden eskortiert, abgeführt oder vielleicht sind das Soldatenkaste und das sind Wissenschaftler oder Zivilisten und die werden beschützt. Niemand würde sie herausfinden können. Und da unten lauert, ja, das war knapp, wieder eine Kiste. Wenn es war hier nicht so ein... Die Dinger kann ich, glaube ich, auch noch nicht nutzen. Das wird wahrscheinlich auch dann wieder später im Spiel möglich sein. So, ah, hier. Hochschädlicher Behälter. Der hat zwar sehr wertvolle Gegenstände, ist allerdings mit Schädlichkeit infiziert. Da werde ich auf jeden Fall irgendwas Hässliches abbekommen. Und da steht mir jetzt nicht der Sinn nach. Nach Hässlichkeit. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen lasse ich diesen Raum mal eben in Ruhe. Aber es war mir auch ein Bedürfnis, euch das zu zeigen. So. Dann. Warte, da. Was ist da? So, das nehmen wir noch. Und. Wo hatte ich jetzt noch diesen anderen Typ, wo ich einbrechen konnte? Das wollte ich auch noch machen. Oh. Tagebuch. Das war doch hier. Hab ich dich gesehen? Natürlich nicht. Wo bist du denn? Oh, da darf ich noch nicht durch. Hier, da bist du. Das machen wir jetzt mal. Seid ihr bei mir? Ah, so ein Ding hier. Okay, das sind hier diese Pflanzen, von denen ich euch erzählt habe. Die geben mir jetzt irgendwelche Sachen. Die kann ich nehmen oder auch nicht. Die geben mir leider alle auch irgendeinen Malus. Das sind alles so schädliche Hanselmänner. Mal auf. Schädliches Harz. Füllt zwei Slots für das Upgrade maximale Unversehrtheit. Finde ich ganz geil. Einfacher Sieg. Fallen gelassenes Obolit hält 1,5 Sekunden länger. Finde ich geil. Aber Nahkampfschaden um 50% reduziert ist auch ein bisschen scheiße. Noch ein Parasit. Vergünstigt einen Gegenstand um 30%. Löst sich danach von selbst ab. Beim Ablegen erleidest du Schaden an Unversehrtheit. Ja. Ablenkender Irrhüter. 25% Chance, dass Verbrauchsgüter nach Gebrauch nicht verschwinden. Verringert Leistung um 15%. Leistung würde meine Waffenqualität beeinflussen. Ja, kann natürlich ein Gamechanger sein. Theoretisch. Ja, erstmal gucken, was hier noch auf mich wartet. Offenbart mir eure Fracht. Pflanzen. Welt. Was ist das? Schädlich ist die Liebe. Achso, okay. Ja. Okay. Was bist du? Schädliches Harz. Zwei Slots. Füllt ein Slot. Und der hier? Repariert moderaten Schaden. Okay, Leute. Ich bin mutig drauf. Ich bin heute gut und mutig drauf. Und wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir essen jetzt das hier. Und ich habe... Oh, keine neuen Waffen aufsammelbar. Erst 10 Gegner platt machen. Ja, aber dafür habe ich jetzt 2 Slots. Und jetzt nehme ich noch einen Slot. Iss ihn auf. Yeah, nichts bekommen. So, und jetzt seht ihr,
Jetzt hatte ich 3 von diesen Klumpis da eingesammelt. Und jetzt ist mein Health-Balken. Können wir einfach Gesundheitsbalken sagen? Oder Lebensbalken? Lass uns doch einfach Lebensbalken sagen. Das ist halt nicht so ein hässliches TH. Dieser Lebensbalken ist jetzt länger geworden. Ist es nicht total gut? Ich empfinde das als prima. Jetzt könnte ich natürlich High-Risk-Manöver machen und versuchen, diese Dinger hier auch noch zu kriegen. Und warum? Eigentlich nicht. Öffne Behälter. Minus 30 Waffenschaden bei niedriger Unversehrtheit. Das gefällt mir nicht. Muss ich 2 Behälter öffnen. Wollen wir noch einen dritten machen? Habe ich nicht noch so einen? Scheiße. Nee. Okay. Was nehmen wir denn? Was nehme ich noch was davon? Das ist eigentlich ganz geil. Komm. Mir doch egal. Na. Ich mache eigentlich auch nicht so viel Nahkampfschaden. Und natürlich 1,5 Sekunden kann schon ganz wichtig sein. Mache ich oft Nahkampf? Eigentlich nicht. Ich mache eigentlich nicht viel Nahkampf. Ich mache Nahkampf eigentlich nur, wenn es nicht anders geht. Komm, wir machen das mal. Wir wollen mal hier alles mitnehmen. So, jetzt habe ich leider aber keinen. Sehe ich das richtig? Ist hier noch einer versteckt? Nein, schade. Ich hätte jetzt gern noch. Meine dritte Kammer da gefüllt. Aber das geht halt nicht. So, jetzt bin ich wieder hier. Da oben komme ich nicht ran. An die Bulette. Und jetzt muss ich mal ein paar Gegner platt machen. Sonst wird das alles nichts. So, was haben wir hier? Oh, ich wollte gerade sagen, bitte jetzt nicht sowas. Und ich krieg original sowas, wo ich eigentlich gesagt hätte, ich wollte das exakt nicht haben. Ne? Problem ist, ich muss mal hier abhauen. Das müsste ich jetzt mal tun. So. Okay. Oh, der ist sehr brutal. Unzufrieden mit der Menge an harten Gegnern. Das ist jetzt in der Tat ein kleines Problem. Unterwegs sein. Ich könnte jetzt gleich sterben. Theoretisch ist es ohne Probleme möglich. Au! Oh, shit. Hallo, ich bin tot. Unzufrieden mit meiner Lebenssituation. Siehst du? Dote. Das kann mal passieren, insbesondere wenn man schlecht ist. Tja. Unangenehm. Ich bin nicht zufrieden. So, und jetzt wisst ihr wenigstens, ich habe das ehrlich gesagt ja nur zu Demonstrationszwecken gemacht, damit ihr mal seht, wie das ist.
Ja, dann baller ich jetzt einfach wieder drauf los. Jetzt habe ich wieder im. Ist alles wieder auf Null. Muss ich auch wieder manuell zielen hier, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Oh, gib mir hier eure Bonbons, eure Lebensbonbons. Lebensbonbons, gib sie mir. So, bin jetzt sauer. So. Bin unzufrieden, dass ich tot bin. Guck mal, jetzt hier, ne? Wo ist denn jetzt hier der Knopf? Da ist doch was dahinter. Das will ich haben. Was schreibt ihr? Musst du. Nils muss aber nicht die ganze Stunde nochmal spielen. Nee, pass auf. Für alle, die gerade dazu gekommen sind, wir spielen Returnal. Und das Spielprinzip ist, dass ich in so einer Art Loop bin. Und wenn ich sterbe, das ist Teil des Spielprinzips, dass man stirbt, wie bei vielen Spielen, muss ich zwar von neuem beginnen, aber meine Leichen liegen überall rum, es ist Teil der Geschichte, dass ich erforschen muss, warum ich sterbe, in was für einer komischen Welt ich hier gefangen bin. Mein Problem ist, dass ich nichts mitnehmen kann, also meine Waffen, mein Fortschritt ist alles weg und die Level-Architektur hat sich verändert. Also ich muss quasi neu erkunden, allerdings gibt es schon dieselben Räume irgendwie, nur sie sind anders angeordnet. Es kann halt sein, dass der Endboss-Raum relativ früh kommt. Es kann sein, dass der mega spät kommt. So ist das halt im Leben. So. Und ihr habt gesagt, die Grünis kann ich alle einsammeln. Das heißt, ich werde jetzt zukünftig alle Grünis natürlich ganz normal einsammeln. So. Ist hier noch irgendwas? Verborgenes? Tiefen? Komm. So. Ah, hier, okay, das ist wieder das Ding. Das ist wieder meine Klonstation. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Kostet übrigens 6 Äther, ne? Also ist jetzt auch nicht super günstig. Das hätte ich theoretisch wohl machen können. Habe ich aber nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da eigentlich machen. Wird jetzt hier geballert? Könnte sein. Oh, oh shit. Und ich habe einfach. Und es ist eine Bereichssperrung, Alter. Und ich habe einfach mal überhaupt gar nicht. Okay, das wird nichts jetzt hier. Okay. Und da ist noch ein so ein Riesen. Ah, der Schwede, ey. Okay, Jungs, das ist gleich die nächste. Weil ich darf jetzt auch nicht mehr den Raum verlassen. Das wird gleich auf jeden Fall die nächste Wiederbelebung. Ich habe einfach nur Scheißwaffen. Muss ich einmal im Nahkampf anfassen hier den Typ? Ja. Okay. Irgendeinen Grund habe ich das bislang noch nicht verloren. Oh, da kommt noch mehr. Ja, kein Problem. Oh, jetzt kommt noch mehr, jetzt kommt noch so ein Baummensch. Fuck.
Ey, geh weg! Also es ist ja einfach fürchterlich. Wie soll ich das denn machen? Das ist ja einfach mal... Ja, genau. Die Waldfee. Wenn wir jetzt mal aufhören, bitte. Okay, knappe Kiste. Okay. Jetzt ist hier Ruhe erstmal. Oh, guck mal, der zielsuchende Raketen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das was wird. Ich war einfach viel zu schwach eigentlich noch, diese Sause. Aber irgendwie hat das geklappt. Ich muss dringend irgendwie was Grünes finden. Oh, geil, Äther. Ah, zweimal Äther. Und was ist das? Ein murmelnder Kokon. Erhöht die positiven Effekte von Parasiten. Ja. Ich will das für immer haben. So. Ganz ruhig. Jetzt haben wir Zeit, Leute. Jetzt müsst ihr sich hetzen. Weil wir jetzt wirklich Zeit haben. Was ist das? Klammernder Drahtschweif verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen. Das Benutzen von anthropinischen Schlüsseln bewirkt Schaden. Ja, wie viel denn? Ich kann mir gar nichts mehr leisten. Warte, ich lasse den erstmal liegen, nur für den Fall, dass ich hier irgendwas aufhebe und dann habe ich gar nicht mehr die Lebensbalken, um sowas überhaupt überleben zu können. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier noch so finde. Entschuldigen Sie bitte, es muss doch möglich sein, dass hier noch ein bisschen Lebensqualität für mich zu finden ist. Ich bin unzufrieden mit dem Fehlen von Lebensqualität. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ey! Im Raumschiff schlafen heilt komplett. Kann man das jederzeit machen? Oder nur einmal im Spiel? Könnt ihr mir das mal eben sagen? Kann man sich jederzeit. Im Schiff kannst du dich heilen. Ja, aber immer? Geht das immer? Im ersten Biom immer? Echt? Ach, wenn ich das geahnt hätte. Ich hatte ja keine Ahnung. Ja, aber ey, dann macht's ja doch voll Sinn, die grünen Dinger. Leute. Dann macht's doch total Sinn, die grünen Dinger liegen zu lassen, oder? Ja,
Dann gehe ich da jetzt mal hin. Okay. Wo war die Tür nach Hause da? Boah, ey, was ein Kampf. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Mit so einer kleinen Knispel nur und ohne alles, dass ich das überleben werde. Aber ey. So in Ordnung. Wo habe ich denn jetzt den nächsten? Da. Was? Wie jetzt? Wie keiner aktiv? Was willst du mir denn damit sagen? Ich kann ja einfach hier zurückgehen. Ich war ja erst ganz am Anfang, tatsächlich. Dann schlafe ich mal in meinem Bettchen da. Ja. Rein mit mir. So, bitte. Ich möchte mich hinlegen. Falscher Raum. Verzeihung. Wie viele Schutztüren hier? Ah, Schutzlab. Ah, Space-Bettchen, ja. Schön, aber auch im Anzug schlafen. Ah, gute Nacht. Und träume ich von einem Astronaut. Uah, der Dreieugige mit der Nase in der Mitte. Das ist übrigens ein Foto von uns. Das haben wir auch und auch die Bücher in diesem Haus da gefunden, in diesem Gruselhaus, ne? Und vorbei gestiefelt sind. Das kann ja direkt nochmal rein, oder? Heilt er mich nochmal? Warte mal. Oh, ihr wisst ja, kennt ihr das nicht auch? Ihr steht morgens auf, macht drei Schritte und merkt so, oh nee, eigentlich bin ich noch müde. Eigentlich will ich noch nicht schlafen. Und dann legt euch einfach nochmal hin. So mache ich das hier auch. Oh, ein Traum von einer schwarzen Sphäre. Was wiegt die? Ist die Sphäre? Jetzt raus aus den Trümmern. Rote Karte für PSG. Alles klar. Wie steht's denn? Ah, ich bin ja voll. Ach, das, ey, wenn ich. Leute. Ah, ich sag da, ich rede da gar nicht mehr drüber. Vergangenes ist Vergangenes. Aber das hätte ich mal früher wissen müssen. Beziehungsweise besser aufpassen sollen. Okay. Dann geht's jetzt hier weiter. Oh. Jetzt muss ich nur noch mich erinnern, wo das Tor war. Hier. Ein Behälter. Komm, ich öffne den jetzt mal. Ja, seht ihr? Waffe ist nicht besser als meine. Deswegen nehme ich die nicht. Das hätte ich mal warten sollen. Aber ich wollte euch auch was zeigen. Meine Güte, wieder hier. Da sind sie alle.
So, komm her. Ah. Okay. Tschüssikowski! Was haben wir hier Geiles? Ein Obolith-Sauger. Wandelt gesammeltes Obolith in Unversehrtheit um. Obolith gegen Leben. Oh, eine Waffe. Dreierwaffe hier. Aber, ey, ich meine, ist natürlich nicht schlecht. Aber ihr wisst, ich stehe so unglaublich auf diese zielsuchenden Raketen, aber Level 3 ist schon mal eine Ansage, ne? So, hier muss doch mal irgendwas Geiles sein. Da hinten ist noch ein bisschen Heilungskraft. Oh geil, zwei Slots gefüllt. Das mag ich. So, noch irgendwas? Was ich in meine gierigen Space-Hände packen kann? Wohl kaum. Oh doch. Hier. Geil. Was bist du? Nehme ich. Weiter am Takt. Keine Zeit zu verschwenden. Wir wollen richtig geil sein. Was ist hier? Ah, dieser Raum wieder. Was ist das für eine Kiste, die da unten schlummert? Da unten ist noch was Liedernes. Kann ich eigentlich von hier runterspringen? Geronimo! Was bist du? Zehrender Goldpirscher. Verdoppelt den Sammelradius für Obolith, verringert den Nahkampfschaden um 50%. Nahkampf, Schnahkampf. Hey, ich habe jetzt gerade eine neue Waffe eingesammelt, die Level 3 ist schon. Lass mal die Finger von diesen schadhaften Trüchen. Hallo Nils, freut mich, dass ich dich mal live erwische. Hallo Crystal, freut mich auch. Freut mich sehr gut. Ich freue mich sehr gut. Ich kann mich sehr gut freuen. Ich weiß nicht, ob ihr euch gut freuen könnt. Ist tatsächlich auch eine Qualität. Manche Leute können sich einfach nicht gut freuen. Ich kann mich gut freuen. Bibi Blocksberg? Was mit Bibi Blocksberg? Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Kann so manches von ihr träumen. Und wir werden beste Freunde oder sowas. Ich weiß es nicht. Wisst ihr übrigens Boris? Boris von Bibi Blocksberg, ne? Boris Blocksberg. Ich weiß nicht, ob ihr das... Das ist ja schon ein bisschen älter. Boris Blocksberg war der magieunbegabte kleine Bruder von Bibi Blocksberg, der Teil dieser Familie war, aber einfach komplett allen egal war. Bibis Eltern, Barbara und Bernhard, die haben so viel zu tun gehabt mit Bibi. Bibi konnte ja auch zaubern. Also die war ja auch wirklich talentiert. Die ist ja magiebegabt. Natürlich ist sie das Lieblingskind. Und der kleine nachgeschobene Bruder, der nix kann, weil, hey, Männer können nicht zaubern. In der Welt von Bibi Blocksberg. Männer können es einfach nicht. Die können es nicht. Frauen können mega alles, viel zaubern. Männer können nix. Und der war so egal, dieser Bruder von ihr, dass der irgendwann einfach gecancelt wurde. Der war das zweite Opfer der Cancel Culture. Der Bruder von Bibi Blocksberg ist einfach gecancelt worden, weil er einfach irrelevant war. Die haben sich überlegt, so, okay, brauchen wir den Typ eigentlich? Nee, brauchen wir nicht. Weg mit dem. Und da hat einfach nie jemand drüber gesprochen. Die hat einfach ihren Bruder verloren. Aber es war ihr scheißegal. Die hat wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass sie überhaupt einen Bruder hatte. Der war einfach weg dann irgendwann. Und das erste Opfer der Cancel Culture, ihr ahnt es, Uli von Bödefeld. Uli von Bödefeld aus der Sesamstraße. Das war der einzige Typ, der richtig real war. Wisst ihr, ich sag euch mal was. In der Sesamstraße ist ja eine pädagogische Erziehungssendung für Kinder. Alle Charaktere sind irgendwie cool drauf. Und der einzige echte Charakter, der das Leben wiedergespiegelt hat, war fucking Uli von Bödefeld. Der war halt faul, der war halt egoistisch, bisschen intrigant, aber nicht zu schlimm. Und er hat halt seinen eigenen Vorteil gesucht. Und so ist die Welt. Die Welt ist voller solcher Typen wie Uli von Bödefeld. So, der hat sich in die Hängematte gechillt, hat die Würstchen geschnabuliert vom Samson. Und wenn ihm einer doof kam, hat er Scheiße erzählt. So ist das Leben. Das Leben ist nicht wie Samson oder Tiffy. Das Leben ist wie Uli von Bödefeld. Aber nein, das war zu viel Portion Realität für die kleinen Görn. Deswegen wurde der gecancelt. Uli von Bödefeld war das erste Opfer der Cancel Culture. Armer Uli von Bödefeld.
So, zurück zum Spiel. Space Uli. Wo sind wir denn jetzt? Lass mich mal kurz wieder ins Spiel zurückkommen. Meine Empörung ist zu groß gewesen. So, hier sind auch noch grüne Leckerlis. Wo sind die grünen Leckerlis? Oh, da unten. Seht ihr das? Da gibt's Frechdachse. Der da. Aber dem kann ich nichts machen. Hier, was haben wir denn da? Geringschaden. Ach komm. Was soll's. Nehme ich mit. So. Nils, wenn du aufhörst zu reden und den Boss heute noch schaffst, spende ich 25 Euro. Okay. Ja, dann mache ich das. Eier mich nicht. Töte ich dich. Das ist die Lektion. Oh. Ah, nee, hör auf. Das ist nicht passiert. Warum habe ich das dann gemacht? Nicht aufgepasst. Zu ehrgeizig. Wieso ist mir das... Oh nein, das ist ja schon der Endboss. Oh, lecker mio, das ist das Endboss-Tor. Leute, das ist das Endboss-Tor. Aber ich habe nicht genug... Lebensenergie. Ah, Endboss-Tor. Warte mal, das ist ja voll dumm. Machen wir einfach mal ihn hier. Was erwartet mich denn hier? Ah, eine schöne Box. Was haben wir für Waffen? Ein Spuckmaulblaster. Ja, da habe ich meinen guten Freund mit den zielsuchenden Raketen. Und? Ja, okay. Also entweder ich behalte den hier. Was hat der eigentlich für ein... Da ist der Blitzfreund. Na komm, wir behalten mal den. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Jetzt muss ich stattdessen wahrscheinlich wieder kämpfen. Was? Geh durch die Nebelwand? Was wollt ihr? Wand? Achso, wegen Dark Souls. Ne? Dark Souls-Anspielung. Jetzt hier noch Feinde. Ich muss mir erstmal noch ein bisschen hier zurecht machen. Ich kann noch nicht jetzt gegen Endboss kämpfen. So ein bisschen präparieren. Na, wo ist denn hier dieser Grüni? Da unten. Na toll. Dafür hüpfe ich hier runter oder was? Das ist ja echt ein bisschen... Was ist das hier? Oh, jetzt muss ich hier kämpfen, oder? Das ist hier so ein Kampfareal. Ist das eine dauerhafte Einrichtung? Nee, oder? Ist das dauerhaft, was ich jetzt hier habe? Nee, ne? Das wäre so schön. Aber ist es nicht. Ist nicht dauerhaft. Leute, ist das dauerhaft? Sag mal. Hier wird wieder Ärger gemacht. Die hier angreift.
Oh, oh. Kriegen Sie bitte die Aufregung. Oh, lass mich da irgendwo. Ah, das war's. Ah, sehr gut. Ein bisschen aufgeräumt. Ah, da haben wir wieder meine zielsuchende Raketen, die ich sehr liebe. Aber wir bleiben mal bei meinem anderen Gerätchen. Was bist du? Esse ich auch. Ach, lass mich doch. Also da ist wieder so ein Zwischending. Da ist noch so ein Heiligstein. Oben. Gibt es die Gelegenheit, da hochzukommen? Ich fürchte nein. Da komme ich nur wieder über diesen komischen gelben. Oder? Nee, warte mal. Ja. Friss mich nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ich bin wieder da. Entschuldigen Sie bitte. Sie können mich nochmal aufessen. Bitte essen Sie mich nicht auf. So, okay. Ich bin angelogen. Ach. Esse ich das jetzt? Ach komm, ich esse das jetzt. Vielleicht ein bisschen verschwendet. Aber ich will jetzt auch nicht zu lang rumeiern. Ich will noch einmal vielleicht den Endboss machen. Bevor die Arrivederci sagen. Oh, ich habe auch so viele von diesen Schlüsseln jetzt hier. Da kann ich nicht, aber kann ich zumindest einmal das hier freilegen. Gefehlte Schlüssel. Immer noch keine Boss-Time. Ja, Leute, guck mal. Hack, hack. Hack. Man muss sich ja ein bisschen auf den Boss vorbereiten. Sonst ich werde jetzt, wenn ich jetzt da reingehe, sterbe ich. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so. Ich werde auf jeden Fall da nicht glänzen können. Wenn ich da erst rein. Ach, meine Güte. Okay. Ich muss ein bisschen hier. Was ist hier los? Das hätte ich mal machen können. Der Boss ist nicht so heavy. Zieh so eine Raketen. Ich ja, aber. Was ist denn hier? Ja, moderater Schaden, das ist schon alles nicht schlecht. Hier ist richtig Health-Kammer. Guck mal, ey, hier ist richtig Health-Kammer. Das sind 5. Da muss doch irgendwo einer bei sein, der mir so ein Kämmerchen gibt. Das gibt's doch nicht, das ist alles das Gleiche.
Okay, also das könnte ich mir echt auch sparen eigentlich. Ist noch irgendwas? Ah, ist wieder so ein. Ah. Komm, ballern wir jetzt los. Jetzt aufgesammelt noch so ein Schlüssel, ne? Ja, weiter geht's. Ich muss jetzt wieder ballern. So, was wollte ich nochmal gucken? Genau, da ist doch noch. Komm ich da hoch? Karten. Das ist cool. Da. Versteckt. Mich. Nehme ich mit. Also das merke ich mir. Das ist auf jeden Fall auch der grüne Raum hier. Snoop Dogs Kammer. Ist das. Oh, ein Kistchen. Oh, hier. Wertvolle Gegenstände. Ja, ich habe eine Level 3 Waffe. Ich komme mir später nochmal zurück. Das spare ich mir auf. Merkt ihr euch mal das oder was? Könnt ihr euch das mal merken? Habe ich noch irgendwo hier Grünis? Ich brauche mal so Grünis. Ich muss mehr Help haben. So wird das nichts. Und ich brauche diese Kammer, wo man Sachen kaufen kann. Dann kann ich auch zum Boss, aber jetzt ohne alles ist auch lame. Verreck ich doch. Seid ihr auch beleidigt? Aber wir machen heute auf jeden Fall. Ey, wir machen hier nicht Feierabend ohne einen Boss-Run, ist doch klar. Klar wie Kloßbrühe. Ist auch ordentlich. Runde, ist halt wie sie braucht. Boah, Alter, Schwede. Dein Gold. Diese komischen Gargoyles hier. Was ist los mit denen? So aggressiv. Okay. Alter, das ist hier wirklich einfach alles grün. Das ist toll. Aber diese Kämmerchen. Ach ihr Freunde. Jetzt ist doch mal, gib mir doch mal also. Freunde. Ich brauch doch mal was Feines. Was bist du? Schädlicher Schlüssel. Oh, ich hab voll viele Schlüssel. Euch nicht. Munition ist unendlich. Lieber AM. Aber... man muss sie nachladen. Und da gibt es so ein Nachladesystem. Warte mal. Da komme ich nicht rauf, ne? Da ist das Boss-Tor, ne? Das haben wir nämlich schon. Warte mal. Boah. Kurz. Komm ich in diesen optionalen Raum rein? Ey, das ist wieder darüber. Ey. Das kann ich mir erst später erlauben. Gut. Dann hier hinein. Wir gehen mal lieber den regulären Weg. Nicht, dass ich mich da verspringe. Das wäre ja unangenehm. Ah, hier ist der Kaufraum. Der Supermarkt, die Mall. Was willst du? Ja, sehr schön. So, was habe ich denn hier? Wie viel? 283 Mark.
Also, manchmal kann man hier so Astronauten kaufen, aber heute irgendwie nicht. Alles viel zu teuer. Was? Ich brauche so einen Astronaut. Was bringt mir das denn? Wo kann ich denn, wieso kann ich hier keinen Astronaut kaufen? Ist alles nicht so schlecht. Repariert unversehrt um 5% wirkend Schaden. Oh. Repariert Unversehrtheit um 5% bewirkten Schaden pro Adrenalinpegelstufe. Wenn ich jetzt beim Endboss bin, dann mache ich ja eigentlich durchgehend Schaden. Das ist doch eigentlich mega geil, oder? Wenn ich durchgehend Schaden mache. Leute, ich brauche mal ein Space-Rad. Wenn ich da jetzt das Ding nehme und ich mache im Endkampf permanent Schaden, dann müsste ich auch permanent Life zurückbekommen. Hm? Das ist doch geil, oder? Das ist ein geiles Item, oder? Das ist ein geiles Item, es lohnt sich doch zu besitzen. Der Besitz dieses Items erscheint mir als gar wunderbar. Ich muss nur noch ein paar Dinger kaufen. Also ein bisschen töten, um ein bisschen geilen Scheiß zu kriegen. Und dann machen wir das. Oh, Verzeihung. Dann machen wir das. Ah, hier ist wieder das Haus. Space House. Und da komme ich aber nicht rein. Gebt mir euer Gold. Oh nein. Okay, baby. Chesikowski. Ja, mein Gold. Yes. Yes, baby. Gut, 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 gut. Oh, da ist ja noch einer. Ich denke, wir sind alle tot. Aber nein, Johnnys sind noch nicht zufrieden. Wir wollen noch ein bisschen Ärger machen mit Johnnys. Hey Boys. The Hood. Oh, da ist noch einer. Okay. Gut. So, was haben wir denn? Setz sofort Alt, Feuer, Abklingzeit zurück. Okay. Ich will jetzt diesen Harz. Grünes Harz. Okay. Gibt's auch viel Grünes. Viele grüne Freunde. Ah, was bist du? Oh! Kritischer Treffer versus abgehärtet. Ich nehme mal kritischer Treffer. Ich bin noch nicht fertig mit rumsuchen hier. Aber da war ich doch gerade schon, oder? Ja. Ich brauche diese Kammer. Ich muss ein bisschen mehr Help haben. Das gibt's doch nicht. Ey. Ich empfinde das als lächerlich. Was ist denn das? Was haben wir denn da noch? Alles. Oben? Komme ich da oben ran? Ja, warte. Ja, du kannst mich mal aufessen. Oh, ich hab Angst. Nein, iss mich nicht. Bitte. Oh, schnell weg. Oh, Entschuldigung. Du, ich hab's mir anders überlegt. Du kannst mich auch essen. Oh, ja. Entschuldigung. So, ich habe mich angelogen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Oh. Sehr gut. Waffenleistung nähert sich schon der 4 an. Wenn ich nur auf die 4 komme,
dann noch ein paar Kisten öffne, dann kann ich ja richtig gute Waffen bekommen, wa? So, hallo Freund. Hier, das meine ich, die sehen aus wie diese Half-Life-Typen, ne? Wie eine Erweiterung. Die kleinen grünen, stimmt, wenn ich, ja genau, wenn ich voller Health bin, kriege ich ja auch noch was, ne? Das ist auch eine Alternative, ihr habt recht. Ja, warte, ihr habt recht, warte, ich schmause mal ein. Warte mal. Mist, ich denke, ich nicht voll war. Okay, ich esse noch so ein. Irgendwo kriege ich doch noch einen hier, warte. Yes! Kammer voll. Geil. Aber wenn ich jetzt noch einen kriege, wenn ich noch einen esse, wenn ich den jetzt esse, kriege ich dann noch eine Kammer? Ah, warte, da ist ja so einer. Ja, meine Güte. Das konnte ich ja nicht ahnen. Was ist, wenn ich jetzt noch so, mir so einen kleinen hier gebe? Oh, geil! Ja, hello! Dann gehe ich ja gleich zurück hier ins Snoop Dogs Haus. Und da werde ich mir da noch mal ein bisschen was holen. Ja, das wollte ich liegen lassen. Und dann... Also die Waffe hatte ich mir schon angeguckt. Ne? Die wollte ich nicht haben, oder? Ja, wollte ich nicht haben. Okay, oben ist noch ein geschlossenes Tor. Also ich wollte jetzt eigentlich in dieses Dreieckstor da gehen. Wo ist noch ein geschlossenes Tor? Ah ja, stimmt, da. Das... was? Warte mal. Da, diese Richtung, oder? Meinst du das? Oh nein, hier gibt es wieder Ärger. Oh ne, das sind nur diese beiden Roboter. Ja, da komme ich nicht weiter. Schon 400 gelöt. Was ist jetzt hier? Ach, das ist einfach nur ein fucking Wasserbecken. Da war ich auch schon mal. Und da habe ich mich aber nicht getraut, da reinzugehen. Ich weiß nicht, was das Wasserbecken macht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schwimmen kann, weil ich mich noch nicht getraut habe, das auszuprobieren. Das ist also, wenn man Permadeath hat, dann springt man nicht einfach irgendwo rein. Kann man da ins Wasser rein? Ich weiß es nicht. Meinst du eine Türöffner-Tür? Ja. Ist das live? Koala rum, natürlich ist das live. Live ist live. Kennst du... Na, live. Bringt nix. Spacewasser duelt. Nee, ich spring da nicht rein. So, da sind noch zwei Türen, links und rechts. Rechts ist ja erstmal die optionale. Machen wir da erstmal das. Jetzt kommt wieder Gargoyles, oder? Was kommt jetzt hier? Oder auch gar nichts, weil ich da nicht rüberkomme. Das ist natürlich jetzt eher uninteressant. Dann. Ja. Da oben. So, hier entlang. Was für ein Parasit bist du? Ermöglicht die erneute Verwendung von Verbrauchsgütern. Löst sich danach von selbst ab, löst beim Ablegen eine kritische Fehlfunktion aus. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Aber ich will keine kritische Fehlfunktion. Will ich einfach nicht. Also, die Hells von vorher nicht vergessen. Nee, auf jeden Fall nicht. Das mache ich jetzt mal direkt auch. Eigentlich kann ich das jetzt schon machen. Solange ich voll bin, dann kriege ich nämlich meine. Wo war nochmal die? Green Chamber. War das hier? War das hier? Nee, da war das Haus. Wo war die grüne Aktion? Hier könnte man kaufen, da darf ich gar nicht so weit zurück. War das denn nochmal?
Ihr solltet euch das doch merken. Könnt ihr nicht auch euch mal Sachen merken? Ach genau, da kann ich mich dann noch klonen vor dem Kampf. Da könnte ich später nochmal hin, um mich zu klonen. Aber eigentlich will ich lieber einen Astronaut. Ich weiß nicht mehr genau. Ich gehe mal hier hin und dann laufe ich mal hier so einfach lang. An Line 3 genommen, ja. Ja, sei mal nicht so frech. Aber hier ist nix. Warte, oh. Okay. Liegen noch ein paar Sachen rum, ja. Hier ist die grüne Kammer. Dann machen wir das jetzt mal. Ach was. Ja, okay, das hab ich jetzt. Ey Leute, ey, soll ich mal was sagen? Ich check das ja jetzt erst, ne? Ich bin ja so ehrlich und sag das. Wenn ich volles Leben habe, ist jeder grüne Klumpen quasi ein Unversehrtheitsharz. Das check ich ja jetzt erst. Dann macht's doch total Sinn, erst zum Raumschiff zurückzugehen, sich durchzuheilen. Und dann die grünen Klumpen aufzusammeln. Ach, Leute. Ja, manchmal ist man nicht so klug. Aber manchmal ist man auch dann sehr klug wiederum. Das gleicht sich aus. Okay, das ist ja wieder taktisch. Öffnet mir das ja komplett neue Welten. Da muss man einfach nur zum Schiff. Sich voll heilen und dann die Grünis aufessen. Natürlich muss man die Grünis dann liegen lassen. Ja, dann macht das doch voll Sinn, die Grünis liegen zu lassen. Jetzt habe ich es erst gecheckt, ey. Jetzt, die verändern sich dann einfach. Guck mal hier. Wieder ein bisschen mehr bekommen. Snicky die Snack. Das ist in der Tat, das ist einfach ein kompletter Game Changer. The game just changed. It's a changed game. It's totally different now. For me. I'm very good in the game, but now I'm probably even better. Okay, hatte ich hier auf diesem Wege noch irgendwelche Leckerlis liegen lassen? Warte mal, da kam ich ja. Ja, ich laufe einfach mal den Spaß nochmal ab. Ne? Ich überlege. Ich tausche das mal. Da ist noch eine Kiste. Komme ich noch auf 3? Auf 4? Ich will erstmal noch auf 4 kommen. Dann die Kiste aufmachen und dann gehen wir zum Endboss. Oder was? Habt ihr Bock? Bock auf Endboss, Leute? Habt ihr Bock auf Endboss? Da sehe ich doch schon so einen Grüni. Da liegt doch noch einer. Sehe ich doch von hier. Da. Geil, noch eine kleine Kammer. Das ist ja wirklich ein komplett anderes Spiel jetzt. Das ändert ja nochmal alles. Soll ich mal riskieren? Ich glaube, ich schaff's, aber ich riskiere das nicht. Dazu bin ich nicht bereit. Ich wollte das Egel-Dings. Ja, das mache ich gleich noch. Das stimmt natürlich. Ey, sag mal, kann man bis 400 die Obergrenze nehmen, oder? Ist das die Obergrenze? Nee. So, hier. Egel-Freund. Ich muss eigentlich beides kaufen. Das hier. Nee. Da. Das hier, ne? Der Adrenalin-Egel. Oh, geil.
Also Berlin-Igel hergestellt. Yes. Jetzt habe ich noch 100 Mark. Ich will mir eigentlich eine Silphium-Fiole kaufen. Ich brauche noch 50 Mark. Und dann kaufe ich mir eine Silphium-Fiole. Und wisst ihr, was ich dann mache, Freunde? Dann speichere ich mal meinen Charakter in dieser komischen Klonfabrik. Das will ich eigentlich auch haben. Ich will das alles haben. 25% mehr. Das ist auch ein Gamechanger, Leute. Das ist ein Gamechanger. Das ist der Plan. Noch ein bisschen hier rumahlen. Noch quasi 50 Sulfid da sammeln, oder wie das heißt, Obolizen. Und dann kaufe ich mir dieses Health Pack. Ja, ich könnte das Ether rausbauen. I know. I know. Ich könnte das tun. Die Frage ist, will ich das? Meine Antwort lautet nein, denn das Ether ist das Einzige, was mir bleibt. Klonfabrik mache ich ganz am Ende, ne? Wenn ich hier wirklich bereit bin. Muss mal ein bisschen auf die Statuen auch mehr achten. Denn die haben manchmal gelbe Augen. Oh, da ist ja noch so ein Freund, so ein Grüni. So, ich fasse ein bisschen vorlaut hier gerade. Okay, da kann ich nochmal in so eine Kammer da reinfallen. Da weiß man ja nie, was man kriegt, ne? Es fehlen mir noch 3. Oh, da. Lalalalalala. Space Vieh. Ah, das war's. Jetzt krieg ich keine Dings mehr. Der Grund, weshalb ich eine gewisse Feigheit habe walten lassen, ist natürlich ausschließlich der. Dass ich keinen Schaden nehmen wollte. Aber das ist jetzt leider zu spät. Lauf, lauf! Nein, nimm sie noch mit. Yay. Wisst ihr, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schaden genommen. Das wollte ich nicht. Gut. Gut. Okay. Das Geile ist, dieser Schadensauger ist ja mein absolut bester Freund. Das ist ja der geilste Sauger, ey. Jetzt kann ich mir noch einen mopsen hier. Grüni, und dann habe ich wieder eine volle Kammer. Das Grüni. Unter mir. Über mir. Überall sind Grünis. Es sind richtig viele Grünis. Den erreiche ich nicht. Das finde ich richtig daneben. Aber hier sind Grünis. Yes. Neue Kammer. Super Grünheit. Yay, super Grünheit. Und da ist noch einer. Ich an den ran. Ich mich da von dem einen Mück da hochziehen lasse vielleicht, oder? Dann. Ja, warte mal. Also. Da. Da ist er. Oh, ist das gut. Leute, wir haben halt original noch so ein. Wenn ich jetzt noch dieses plus 25% hätte, das wäre natürlich noch mal geiler. Jetzt habe ich schon 190 Obolit-Euros. Die Gier ist groß in mir, das noch zu erweitern. Oh, sehr schön.
Was haben wir denn hier? Ach du meine. Was machst du denn da? Du kackst Kügelchen. Ah, kacki kacki. Da links ist ein Grüni. Dann hau mal ab. Bleibt jeder. Aha. Das ist natürlich jetzt keine gute Idee, darauf zu springen. Jetzt. Grüni. Blaui und Weißi da hinten noch. Und die? Ah, yes, Stufe 4, ne? Das machen wir eben schon, ne? Und ein neues Scout-Tagebuch. Neben den Empfindungsfähigen in der Wüste sind nicht die einzigen Lebensformen, denen ich begegnet bin. Parasiten sind überall. Sie stärken und schwächen mich. Und obwohl ich das weiß, lasse ich sie zwanghaft an meinen Körper. Ich glaube, die Kamera nehme ich jetzt nicht mehr mit. Wer weiß, was da auf einen wartet. Man kann das nicht wissen. Kann ich von hier da rüberspringen oder ist es dann des Todes? Ich meine, dieser Sprung wäre wahrscheinlich möglich, aber mir fehlt es an Überzeugung. An Mut. Wieder über 200. Alter Schwede. Okay. Alle kann man mitnehmen. Meint ihr echt? Alle kann man mitnehmen, sagst du? Aber wer weiß, was da auf mich wartet. Außer Dinge vielleicht. Wo war das Ding denn? War da aus, oder? Da hinten, ne? Da muss ich ja wieder warten. Da muss ich ja darüber. Ja komm, wir machen das. Und du sagst, ich kann das schaffen. Aber jetzt steht er natürlich sehr ungünstig. Ich brauche 400 für Astro und Heidi. Ja, ich habe 218. Komm, das machen wir noch. Komm, das machen wir noch. Und dann speichern wir ab. Komm, Leute, das machen wir noch. Und dann speichern wir ab. Okay, 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 okay. So, der soll mal aufhören jetzt hier. Hör mal auf, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Hör mal ab jetzt. Ich will da durch. Ich kann nicht durch deinen Feuerregen da durch. Los, weg. Weg, 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 weg. Okay. Au. So. Was ist das? Füllt einen Slot für das Upgrade Max Unversehrtheit. Ist allerdings mit Schädlichkeit infiziert. Ein Slot. Was haben wir hier noch? Oh, was ist das hier? Füllt ein Slot. Ich habe ein bisschen wenig Ausbeute hier. Was macht der? Das brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, also, boah, ich weiß nicht, ob ich zu diesem Spiel Zeitpunkt noch Schädlichkeit haben will. Will ich nicht. Sag ich ehrlich, ist mir zu riskant. Toll, tolle Wurst. Okay.
speichere erst, wenn ich hochzufrieden bin. Noch bin ich nicht hochzufrieden. Ich war ein bisschen zufrieden. Da sehe ich doch noch einen Grüni. Ach ne, der genau, kommt ja nicht. Was ist hier noch? Kante da? Ah, von da hinten. Nee, ne? Ist eine Chance, dass ich darauf durch so einen kleinen Wurm mich dann hochzieht und dann das funktioniert. Dann gucken wir nochmal einen Raum weiter. Ah. Ja. Gut. Spotbox. Gelben Statuen. Was haben wir hier? Und da wird wieder gefightet dahin. Ah, das ist so eine von... Ah, scheiße. Okay, Scheiße. Kämpfe und Stein. Viele Kämpfe wollt ihr sein. Ah! Scheiße. Die Wand an! Ja, das war schon ein bisschen riskant, würde ich sagen, oder? Dann am Ende noch. Eieieiei. Ja, das war knackig, ne? So, was habe ich denn? Eine neue Waffe?
Eieieiei. Was habe ich denn jetzt? 305. So, der Help-Balken ist da oben oder was? Komme ich da jetzt wieder nicht ran? Ist das wieder so versteckt? Ich finde ja, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Help verdient, oder? L3 hat gerählt. Ja, ich habe einmal zu doll reingedrückt. Den wollte ich gar nicht. Beim Laufen. Ahahaha. Ist ja jetzt, ne? Jetzt, wenn ich diesen Perk hier schon gehabt hätte, hätte ich natürlich eben richtig geil sammeln können. Aber steckst du nicht drin. Was haben wir hier? Bisschen Freundlichkeit wäre jetzt nett. Ich glaube, das ist eine freundliche Kammer. Ja, okay, kann ich jetzt Sachen herstellen, aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Oh! Nee, das heißt ja, ich muss eine aktive Fehlfunktion haben, oder? Ah, da ist noch ein bisschen Gemüse. Ja, bei großen Gegnern Nahkampf, ne? Okay, ja, das ist ein guter Hinweis, die kann man dann stunnen. Das ist ein guter Hinweis. Den nehme ich gerne entgegen. So, was haben wir hier noch? Oh, das ist eine. Was ist das für eine Tür? Ist sie gut? Au! Ey Leute, aber hier muss jetzt geiler Scheiß und Healthy McHelsenstein und so sein. Ah, ich kenne diese Architektur. Ist wieder Ärger, ich habe nicht mehr viel Leben. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Zu riskant. Ich will jetzt hier nicht zu offensiv spielen. Jetzt kommen wieder irgendwelche Viecher hier, ne? Oder? Schadensauger ist geil. Das ist ja eine richtig geile Investition gewesen. Ich mag den Schadensauger so gern. So eine gute Idee. Ja, den Geronimo, oder? Okay, Leute. Deaktiviert sämtliche Geschütze. Ja, das kommt ein bisschen zu spät. Das Ganze nochmal. So. Ach, ich bin ja fast schon auf 5. Was? Ich will hier in die Kiste rennen. Falsche Option. Ich will die Kiste. Da. Wieso habe ich den Schaden genommen?
Das Aufsammeln von Harz gewährt für den nächsten Angriff. Schön. Wieso habe ich jetzt Schaden gemacht? Hätte ich ja wohl hier hochkommen, oder? Sieht scheiße aus. So. Da kann ich runterjumpen. Ist vermutlich eine Abkürzung. Aber da ist noch ein Grüni. Genau. Oh, noch ein Grüni. Ah, der gibt mir natürlich jetzt keine Kammer, was schade ist. Aber hoffentlich die nächste. Bin ich jetzt voll? Hoffe doch. Oh, was jetzt? Ist immer noch nicht genug. Was hat er sich denn noch versteckt? Oder was? Eieiei. Ah, geil. Dann kann ich doch jetzt diesen Grüni da aufsnacken. Komm, Grüni. Das. Und nochmal. Volle Pulle, geil. So Leute, wir haben schon einen ganz guten Balken. So, da geht's wieder hoch, aber ich gucke erstmal noch hier. Ach stimmt, ich nehme Och, scheiße. Was bist du denn? Da kommt der jetzt mir hinterher gedackelt? Oh, hab ich fast übersehen, den Typ. Der hat sich da noch hingetackelt. Ah! Noch einer! Hat sich dahin tentakelt. Oh, hier, was haben wir denn? Taumeln, effektive Reichweite und Bonusschaden, Projektiltempo. Ich kann überhaupt nicht abschätzen. An den Spuckmaulblaster ist ja die Schrot. Ne, die Schrot will ich nicht. Was ist? Hey, sieht gut aus. Grünis einsammeln. Grünis, Grünis, noch mehr Grünis. Alle Grünis dieser Welt will ich haben. Was haben wir denn noch? Da sind noch zwei Grünis. Einer ist hier irgendwie unten. Da. Da ist noch ein Grüni. Stark. Der andere Grüni ist wieder da oben. Aber da habe ich so einen Johnny-Freund. Guck mal hier. Yes. Noch ein Slot. Ich bin eine Slot-Machine. Okay, was haben wir hier noch? Rumliegen. Aha. Und da ist noch was. Was machst du? Boah, ich bin schon auf Level 5. So, das ist doch ganz gut. Wie spät ist es denn? Oh ja. Also.
Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich habe 452. Wie viel brauchte ich? 500? 500 für meine Einkäufe? Oder wie viel brauchte ich? Waren das noch, Leute? Oh. 100, ne? Ah. Bisschen was muss ich noch einnehmen hier. Was ist das? Kenn ich das schon? Ah, warte. Erhöht Leistung um 15%. Nein. Erhöht Reparatureffizienz um 25%. Das würde natürlich, wenn das stacken würde mit dem Lychee-Snack-Gerät, was ich habe, was Leben abzieht, das wäre geil, oder? Wenn das stacken würde mit Reparaturerweiterung. Aber das bezieht sich vermutlich nur auf die Grünis. Oder? Ist ja nicht. Mal gucken. Was haben wir denn überhaupt noch? Schon alles durchforstet. Da kam ich nicht rauf. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Erster Abstecher geht hier in diese Kammer. In die Kaufkammer. Dann der zweite Abstecher ist in die Klonfabrik. Und dann gehen wir zum Boss. So, erstmal hier. Okay, was ich auf jeden Fall brauche, ist so ein Medizinkasten hier. Ach, warte mal, behebt. Ah, nee, 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 wir machen das anders. Bessere Idee. Entschuldigen Sie bitte. Falsche Taktik. Ich habe noch eine Kiste. Die öffne ich zuerst. So. Also wir machen das erst so. Ich hatte ja noch eine geile Kiste. Wo war die denn? Die war hinter so einem blauen Tor. War die das? Nee, das war... Das war diese rote. Da war noch eine. Ich habe ja so ein Ding, was mir jede Fehlfunktion behebt. Das heißt, ich kann einmal da runter gehen. Und das will ich aber wissen. Da ist die andere, ne? Also einmal da runter. Da war die andere Kiste. Dann machen wir das. Ey, die sind so wenig Sprünge hier zur Verfügung. Verstehe ich. Kann ich auch selber laufen. Okay. Das ist ein unnötig langer Weg. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo ich lang muss. Der nochmal? Ach, das war der Schlüssel. Die Kiste ist da unten. Sie runter gleiten mit der. Den Ball da oder was, ne? Wie war das noch? Oh Gott. Warte. Wait a minute. Wie kam ich denn jetzt da nochmal hin? Pört. Entschuldigen Sie. Ach, hier. Okay. Warte mal.
macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Ich bin da nochmal runter. Da! Da war ich noch gar nicht. Das ist, ich da durch, ja. Aha, guck mal, da war ich noch gar nicht. Meine Güte. Nimm ich doch mal eine Ruhe. Einen Schlüssel habe ich denn noch? Ne, brauche ich gar keinen Schlüssel. Oh. Oh. Level 5, Alter. Hab ich schon mal ein Level 5 gehabt? Ich glaube nicht. Alter, habe ich jetzt Hunger. Wenn ich Hunger kriege, ich immer Zitterhände. Okay, geil. Jetzt muss ich trotzdem irgendwie da wieder wegkommen. Kiste Nummer 1 ist nödelt, aber das war gar nicht die, die ich wollte. Ich hatte... Die war das. Da, ne? Da wollte ich noch hin. Da. Hoch da, um da, rechts und dann. Also wieder hoch. Okay. Also hoch, hoch, hoch. Hier entlang. Jetzt da hoch, oder? War unentdeckt. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja... Doch, ich mach's voll richtig. Lang hier, lang hier, lang. Hier lang. Hey, lass mich in Ruhe. Dann hier rein. So. Noch ein Schlüssel. Aber eventuell wertvolle Gegenstände. Nee, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Warte mal. Dann nehme ich lieber... Brauche ich für den da einen Schlüssel? Ich glaube ja. Dann nehme ich lieber den da unten. Ich weiß nicht, ob ich da einen Schlüssel für brauche. Links. Nee, das machen wir anders. Nee, brauche ich keinen Schlüssel. Ah, okay. Na gut, dann kann ich die doch nehmen. Für Corrupted Chest braucht man keinen Schlüssel. Okay. Gehe ich da jetzt rein, hol den Schlüssel, mach das auf. Guck, was ich krieg und dann mache ich Corrupted Chest. Bam. Scanny, scan, scan. Oh, ein Schwänzchen. Oh, Gefährt plus 10 Waffenschaden bei einer Fehlfunktion. Ja, das ist natürlich Quatsch. Weil ich eine Fehlfunktion haben möchte. So. Dann jetzt zu dieser Corrupted Chest. Und dann zum Endboss. Also dann mache ich das letzte Prozedere und dann geht's zum Endboss. So. Richtig? Da, ja, durch und rechts. Ja, ja. Ist gut. Warten Sie, was habe ich jetzt gemacht? Zurück. Falsche Tür. Hier ist es, genau. Okay. Anti-Energieimpuls entfesselt einen expandierenden Energieschub, der feindliche Projektile in Opolit verwandelt.
tolle Obst. Ja, das ist natürlich jetzt lame, ehrlich gesagt. Weil ich den gar nicht mehr richtig gebrauchen kann. Ah, hier ist noch eine Kiste, Ui. Spuckmaulblaster. Nee, ich bleib bei meinem Karabiner. Und jetzt. Wo ist die nächste Sprungstation? Links. Den kaufe ich jetzt ein und dann safe ich ab. Machen wir das jetzt. Okay, Leute. Und dann gibt's den Endboss. Weit. Und dann sterbe ich. Dann war alles umsonst. Dann werde ich sterben und es war einfach alles umsonst. Ist das nicht toll? Ich habe auch echt zu viel Hunger. Ich müsste vorher noch mal eine Banane essen oder sowas. Vor dem Endkampf. Soll ich noch mal eine Banane essen? So, was wollte ich? Entschuldigen Sie bitte hier. Nein. Hier. So, jetzt kaufe ich erstmal. Ich muss auf jeden Fall das Ding da haben. Boah, auf jeden Fall die Silphium-Fiole. So, und jetzt? Das hier wollte ich noch kaufen. Alter, ich habe original... Mir fehlen... Ernsthaft? 11? 11? Ich weiß, ich kann jetzt hier was kaufen, aber das ist voll die massive Verschwendung. Ey, 11? Es gibt hier doch bestimmt noch irgendeine fucking gelbe Statue. Oh, da ist noch ein Tor. Da ist noch ein Tor. Da komme ich auch durch. Ja. Da gehe ich nochmal durch. Da hole ich mir die 11. Dann muss ich keinen Äther verbrauchen. Und dann hole ich mir noch dieses 25% mehr Leben-Ding. Und dann geht's los. So, wo habe ich jetzt das Tor gesehen? Da. So. War das, ne? Ja, einfach gerade durch. Okay. Könnte ja auch sein, dass ich einfach irgendwo noch so ein Ether-Ding übersehen habe. War das einfach nur eine Kiste oder was? Tolle Wurst. Gleich noch irgendwie Gargoyles. Alter Schwede, ich bin fast bei Level 6. Bräuchte ich noch zwei Grünis, aber das werde ich nicht. So, also die ist auch Level 5. Die hat aber weniger Bonusschaden. Deswegen bleibe ich bei ihr. Abgehärtet, hohes Kaliber. Kritische Treffer. Bleib bei der. Okay. So. Ach, guck mal hier. Lol. Okay. Dann zurück zur Kaufstation. Bam. Kaufi, McKaufi. Und dann. Oh, ich bin hingefallen.
Aber ich stehe wieder auf. Upp, so. Den geilen Scheiß wollte ich mir kaufen. Genau. Ah, gib mir den Saft. Okay. Prima. Jetzt Kopie machen. Auf zum Kopierer. Oh, ich hab richtig Hunger, ne? Ich bin richtig hungrig. Ich glaube, eigentlich müsste ich eine Banane essen. Wisst ihr, was ich mache? Pass auf, ich drücke jetzt hier diesen Ether und ich laufe schnell nach oben und hole mir eine Banane. Ich bin original. Ich wette, ich bin in kürzester Zeit wieder da. Bis gleich. Lauft nicht weg, ne? Nicht weglaufen. Ihr lauft bitte wirklich ernsthaft nicht weg. Okay? Ich bin gleich wieder da. Ich bin noch, ich höre euch noch. Ich bin noch da. Ich mache jetzt Ether einfügen und hole mir eine Banane. Hallo Leute. Wo ist Nils? Wo ist Nils? Er ist wieder da. Ah, so, da bin ich wieder. Ich habe mir nur schnell Banane geholt. Ich habe sehr Hunger. Ich habe so überreife Bananen. Die sind natürlich sehr süß, ne? Aber man muss aufpassen, wie man die isst. Ich kann die nicht mehr essen. Oh, die sind sehr reif, sehr zuckrig. Mmh. Oh, hier so eine Banane. Hat schon was. Mmh. Ihr habt doch gesagt, ich bin gleich wieder da. Leute, keine Panik. Bevor wir jetzt zum Boss gehen. Können wir mal kurz über das beste Obst sprechen. Und zwar, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt bei alle möglichen Falls wäre und die Frage wäre, was ist das beste Obst? Dann würden viele sagen Apfel oder Banane. Aber ich sag euch, keins von beidem. Die Banane ist natürlich eine gute Wahl, weil die ist im Prinzip eingepackt, perfekt, kann sie aufmachen, essen. Man kann Bananenbrot machen, Bananenmilch machen. Die Banane ist schon echt, wäre eine gute Wahl gewesen, aber die beste Frucht, die Frucht, die gewinnen würde, sind Weintrauben. Weintrauben würden gewinnen. Warum würden Weintrauben gewinnen? Klingt erstmal total bescheuert. Ist es aber nicht. Und zwar, Weintrauben würden argumentativ gewinnen, weil Weintrauben kannst du so essen. Die sind so klein wie Bonbons. Die kann man sich nehmen und reinstecken und so viel essen, wie man will. Gibt sie in grün und in rot. Aber, das ist ja noch nicht alles. Aus Weintrauben macht man Wein. Das bedeutet, die komplette menschliche Kultur basiert auf Wein. Früher gab es kein Trinkwasser in dem Sinne, es war ja alles viel zu dreckig und mit Bakterien verseucht. Deswegen haben die Leute alle so Wein getrunken. Natürlich nicht so einen harten Wein, da ein bisschen weniger Alkohol drin, aber sie haben viel Wein getrunken. Ohne Wein würde die Menschheit gar nicht, die wäre gar nicht so weit gekommen. Ohne Wein wäre die Menschheit nicht da, wo sie jetzt ist. Ist einfach so. Nächste Verwendungsmöglichkeit sind Rosinen. Man kann die trocknen, sind ewig lange haltbar. Läufst durch die Wüste, hast einen Sack Rosinen dabei, hast gewonnen, kommst du durch die Wüste durch. Kannst auch schön Studentenfutter machen oder so. Und deswegen würden auf jeden Fall Weintrauben gewinnen. Allein deswegen, ja. Also wenn ihr mal gefragt werdet, was ist das beste Obst? Sagt ihr Wein. So. Was mache ich jetzt mit dem Lappen hier? Damit meine ich nicht den Endboss.
Aber mit dem Blatt mache ich jetzt auch was. So. Okay, ein bisschen Fruchtzucker reingeigelt. So, das hat ja geklappt offensichtlich. Die Lampen leuchten. So. Dann gehen wir jetzt mal zu Johnny hier. Kann ich da eigentlich nochmal hin? Ich habe keine Ahnung, wie kam ich denn da nochmal hin? Jetzt habe ich natürlich auch Durst, ne? Ah ja, da war so ein Tor, genau. Ah ja. Sprungtor. So, Leute. Okay, auf geht's zum Boss. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil jetzt habe ich hier mit euch 3 Stunden gespielt und wenn ich jetzt verkacke, ist einfach wirklich einfach alles weg. Na gut, ich habe ja ein bisschen gesaved, aber ihr wisst, was ich meine. Oh. Okay. Gott, hier nochmal wieder durch, hier gibt's auch nochmal wieder Ärger, sehe ich schon da hinten. Seite kommen, weil da noch ein anderes Geschütz ist. Aber ich bin das letzte Mal den Weg gegangen. Deswegen weiß ich bei dem die Patterns einigermaßen. Dann wäre ohne Fahrschein. Die mache ich nicht, die hat Schaden, ne, oder? Ja. Oh, Leute, jetzt geht's los. Ich halte auch mein Maul, okay? Ich werde nicht viel reden. Oh, geil. Boah, das ist natürlich beides ganz schön geil. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Jetzt warte ich noch mal kurz, bis sie aufgeladen ist. Okay, dann muss ich echt aufpassen. Rhythmus. Okay, Leute, dann geht's jetzt mal runter. Geronimo! Gott. Oh, komm jetzt. Schlimmer als bei Dark Souls, ich schwör's euch.
Yes! Der Nebel hat sich gelichtet. Und die Energiesignatur ist fort. Geil. Geil! Wurde okay, oder? Oh. Kann man gut machen. Eieiei. Aber der ist schon, der spart nicht, ne? Mit Kügelchen und so, oder? Eieiei. Ich bin ein bisschen glücklich. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt alles umsonst gewesen. Das wäre echt schade gewesen. Aber so hat das gut funktioniert. Gut, dass ich die Heilung hatte am Ende. Das hat mir nochmal irgendwie ein bisschen das Gefühl gegeben. Ich wusste ja, okay, ich kann ein bisschen ein paar Treffer einstecken. Ich habe ja noch mein Health Package dabei. Jetzt nehme ich mal diesen Gegenstand noch, ne? Ach, das ist jetzt der rote Schlüssel. Aha. Neuen Freischaltungsmechanismus gefunden. Könnte zu einem anderen Translokationsgerät passen. Mhm. Okay. So, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe mal eine Frage an euch. Wenn ich jetzt rausgehe, ne? Dann. Muss ich ja das, die PlayStation in den Ruhemodus versetzen jetzt, oder? Oder wie ist das? Also, oder wenn ich jetzt quasi. Ja, dann starte ich von Anfang an. Wie, aber der erste Boss ist ja dauerhaft weg jetzt, oder? Also den Schlüssel, diesen roten Schlüssel habe ich jetzt dauerhaft, oder? Ey, das ist doch ernsthaft. Aber der Boss ist dann doch weg, oder? Der Boss hat doch Permadeath. Okay, das Tor soll ich nochmal machen. Das Tor aufmachen jetzt, meint ihr? Soll ich nochmal safen danach? Ära Kapseldaten. Platziere es auf einem passenden Gerät. Ah ja. Was mache ich damit jetzt? Aha. Okay. Mehr geiler Scheiß. Gewährt pro haftenden Parasiten plus 20% Taumeln. Artefakt, leere Kapsel. So, pass auf, ich mach das hier kurz. Wir reden gleich nochmal miteinander. Haut nicht ab. Was ist das jetzt? Sieht auch aus wie so eine Klonstation. Einen zufälligen Parasiten loslässt im Austausch Oboli generieren. Ja, ich will aber meine Parasiten behalten. Eigentlich ganz geil, oder? Ich hab. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen, ja. Verdoppelt den Sammelradius für Obolit. Ich nicht. Behalten. So. Ah ja, jetzt darf ich wieder nach oben jumpen. Beziehungsweise
Wo war denn nochmal das andere Tor? Das rote Tor. Oh, das rote Tor. Da. Das hier, ne? Ja, da hätten sie auch ruhig mal ein paar mehr Zwischenstationen machen können. So, Leute. Jetzt lasst uns mal eben von neuem anfangen. Also das letzte, was ich jetzt lese, ist von Klitschi93, dann bleibt der Schlüssel oder Pro zieht zurück, wird dir angezeigt im Chat. Das ist das letzte, was ich lese. Denkt an den Delay. Folgendes möchte ich jetzt von euch wissen. Wenn ich jetzt noch dieses Tor öffne, ist das irgendeine Form von permanenter Veränderung? Also bringt mir das was, das jetzt noch zu öffnen, oder ist das Quatsch? Zweite Frage. Wenn ich jetzt rausgehe, die PlayStation komplett ausmache, dann habe ich ja den Klon. Das heißt, wenn ich das nächste Mal zurückkomme, dann habe ich quasi den Status, den ich da hatte, als ich mich geklont hatte, quasi vor dem Bosskampf. Ist das ein Safe oder nicht? Mach auf. Ja, Mann, mach auf. Tor bleibt immer offen für Shortcuts zu Stage 2. Alles klar, das ist ja schon mal ein Argument. Dankeschön. Und dann... Der Klon ist auch weg. Oh, das, ey, ganz ehrlich, sorry. Guck mal, ich muss mal Kritik äußern. Ich bin down mit dem Spielprinzip und so weiter. Das ist okay und die machen es konsequent. Aber das ist Quatsch. Also es ist ein Unterschied, wenn ich sterbe und dann nicht weiterspielen kann. Aber wenn du ein Spiel darauf auslegst, dass du da erstmal 3 Stunden grinden musst vorm Endboss, du kannst doch nicht erwarten, dass ein Mensch kein Leben mehr hat. Ey. Das ist, nee, sorry, das finde ich echt nicht okay. Das sind die nicht in Ordnung. Dann könnte man, wieso kann ich denn nicht einfach sagen, ich pausiere das an der Stelle? Das ist doch kein, damit habe ich ja keinen Vorteil. Das ist für den Entwicklern, finde ich, nicht geil. Das ist ein richtig krasser Kritikpunkt, muss ich wirklich sagen. Das ist, ruiniert das tatsächlich eigentlich. Wir können doch nicht erwarten, dass Menschen irgendwie den ganzen Tag nichts anderes machen, bis sie das Spiel durchhaben. Bin ich ziemlich hart. Ja, ich bin verpflichtet, meine... Wo ist denn... Ey, das ist doch albern. Ich muss meine PlayStation in den Ruhemodus versetzen. Das ist doch total bescheuert. Warum denn nicht einfach an der Stelle speichern, genauso wie es ist? Das ändert doch null am Spielprinzip. Das ist doch einfach nur ein Abfuck, womit die sich das eigentlich geile Spiel ein Stück weit auch ruinieren, finde ich. Das macht doch gar keinen Sinn. Sony wollte es so. Das hatte ich nämlich auch genau. Da hoffen, dass kein Update kam. Ich habe ja nämlich irgendwie... Wann habe ich denn zuletzt gespielt? Ich weiß, ich hatte vor 2, 3 Tagen, vor 2 Tagen oder vielleicht fast auch gestern. Irgendwann habe ich ein bisschen gespielt. Und dann habe ich extra die PlayStation in den Ruhemodus versetzt. Und dann kam ein fucking Update. Das ist einfach echt... Das ist einfach scheiße gemacht. Das ist einfach richtig scheiße gemacht. So, wir öffnen jetzt das Tor. Die einzige Alternative. Ich muss die andere Seite erkunden. Morgen kommt ein Update. Das heißt, wenn ich jetzt, so wie ich jetzt hier gerade bin, in den Ruhemodus gehe, dann kommt das nächste Update. Die schieben mir auch ständig Updates nach. Und dann wird mir komplett das Spielstand zerschossen, obwohl ich im Ruhemodus bin. Damit die das Update aufspielen können. Oh komm, Leute, das ist assi. Das ist einfach richtig assi. Habe das Teleportationsportal durchquert. Laut Koordinaten des Übertragungssignals bin ich auf der anderen Seite des Planeten. Oh, echt? Das ist natürlich krass. Okay. Das heißt, das ist jetzt hier sozusagen freigeschaltet jetzt. Den geilen Scheiß. Der Run ist vorbei, wenn das Game abstürzt. Ja, sowas, ja. Oh, ich halte einen zusätzlichen Slot für Verbrauchsgüter. Das ist ja auch geil. Geil. So.
Alter Schwede, ey. Ich bin fast Waffenlevel 7. Ja, es ist halt echt albern. Also, ich sag euch, soll ich euch mal was sagen? Ich hab viel zu wenig geschlafen und bin seit heute Morgen wach. So ist es halt, wenn man Kinder hat. Die wollen einfach nicht alleine leben und sich selbst Frühstück machen und so einen Scheiß. Aber ich hätte schon auch Bock, jetzt ein bisschen auf die Uhrzeit zu scheißen und einfach so lang zu machen, bis ich einschlafe. Aber ich muss morgen früh wieder um 8 aufstehen. Ich glaube, das ist mir zu hart, ehrlich gesagt. Man kann ja auch nicht so ein Kind, einfach, man kann ja auch nicht einschlafen vor so einem Kind. Irgendwie den Kopf in den Müsli tunken und einschlafen. Du musst sterben, damit alles freigeschaltet bleibt? Ernsthaft? Warte mal. Original SD55. Nils, du musst sterben, damit alles freigeschaltet bleibt. Wenn du im Ruhemodus updatest, mit dem Run kann es sein, dass nichts davon speichert. Alter, das gibt's doch nicht. Oh, das muss ich verarbeiten. Oh, das ist. Ich mag das Spiel echt. Das macht Laune und so. Aber das ist ja wohl die letzte Fehlentscheidung des Jahrtausends, ey. Ah, shit. Leute, was mache ich denn jetzt? In 5 Minuten ist man in der zweiten Welt und das Power-Update der Waffen kommst du immer gleich am Anfang vom Level halb Welt. Machen wir am Samstag eine Session. Bam, 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 bam. Ich lese gerade ein bisschen bei euch, ne? Keine Sorge, ich rede nicht. Also ich bin bei euch, ich lese nur, was ihr schreibt. Wenn ich durch dieses Gebiet sofort gehst, bist du Waffenlevel 5. Das heißt, wenn ich jetzt quasi dann neuen Zyklus habe und ich gehe da rein, oh, mein Monitor will sich schon wieder ausschalten. Was ist denn mit dir los? Dann bin ich automatisch Level 5. Mach aus die Konsole, neuer Tag, neuer Run, du wirst so oder so sterben. Ja, aber ey, das ist doch voll unbefriedigend. Updates ausstellen und in Ruhemodus gehen. Ja, das ist tatsächlich, wäre das wirklich eine Möglichkeit. Und sich dann das Update ziehen, wenn ich sterbe. Ne? Okay. Ich versuche nur alles zu checken hier gerade. Okay. Also. Komm, wir gucken nochmal ganz kurz hier rein. Was hier so auf uns, was uns erwartet. Ja, weil ich ein bisschen neugierig bin, aber auf der anderen Seite. Ich kann ja einfach auch jetzt sterben. Ich kann ja auch in einem heroischen Akt. Ja, das macht keinen Sinn. Wir machen das, wie ihr gesagt habt. Ich gehe in den Ruhemodus und schalte automatische Updates aus. So machen wir das. Und dann gucke ich mal, wie morgen. Ich guck mal meinen Kalender, Leute. Wenn ihr Bock habt, dann spielen wir das nochmal weiter. Was ist denn heute? Heute ist schon Mittwoch. Mal gucken, vielleicht mache ich im Lauf des Tages irgendwie mal spontan irgendwas. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich habe auch einen eigenen Twitch-Kanal. Muskeln und Skill heißt der. Mein Twitch-Kanal Muskeln und Skill. Habe ich da natürlich jetzt noch nicht so viel gemacht, aber ich werde in Zukunft sowieso auch häufiger mal auf diesem Twitch-Kanal irgendwas zocken.
Einfach, wenn es spontan passt. Und ich Bock drauf habe, weil ich vielleicht mal 2 Stunden Zeit habe und das nicht so einfach auf dem Sender darstellbar ist, das so schnell umzusetzen oder so, dann würde ich das häufiger auch mal auf diesem Twitch-Kanal machen. Also wenn ihr informiert werden wollt, wann das passiert, müsst ihr den abonnieren, Muskeln und Skill. Dann kriegt ihr eine Message, wenn ich dann online gehe sozusagen. twitch.tv/muskeln und skill. Nicht Muskeln und Sex, das ist Instagram. Den hat ja schon jemand auch geklaut. Den Namen hatte schon einer geklaut für Twitch. Aber ich habe mir gedacht, das macht auch viel mehr Sinn. Muskeln und Skill. Weil auf Twitch darfst du ja gar nichts Sex. Geht ja gar nicht. Darfst ja nicht. Deswegen, und ich habe halt viel Muskeln und viel Skill. Es macht schon Sinn, dass man sich so nennt. Also da werde ich in nächster Zeit, wenn ich Bock habe und wenn es spontan Sinn macht oder so, kann ich auch quasi auf diesen Kanal ausweichen und da einfach Sachen machen. So ein bisschen einfacher, ein bisschen spontaner. Aber heute mache ich jetzt Feierabend. Ne? Heute mache ich Feierabend, ihr Lieben. Es hat großen Spaß gemacht. Wir haben den Endboss gelegt. Ich bin happy. Und ich mache es jetzt, wie wir besprochen haben. Ich mache jetzt Ruhemodus. Und dann... Warte mal. So, ich bin wieder ein bisschen größer. Ich mache jetzt Ruhemodus, Updates aus. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Wir zocken das an dieser Stelle dann irgendwie weiter. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich freue mich auf die nächste Session. Ihr habt einfach Bock, es passt nicht, ich kann es nicht weiterspielen. Ich muss jetzt Feier machen. So, Leute, tschüss. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Geht jetzt schlafen. Gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. War eine große Freude mit euch. Wie immer, ich freue mich auf die nächste Session. Ich bin raus. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Muskeln und Skill. Wiedersehen.